glaube, wir sind schon drauf. Willkommen zurück, ja. Doro und ich, wir dancen hier schon eine kleine... Nicht nur wir, eigentlich das gesamte Team, das hier rumsteht, Groove. Ich hoffe, Sie auch zu Hause vor den Bildschirmen. So, du wolltest was Alles sagen. Alles gut. Wir haben jetzt 2 Stunden voller Food und neuen Trends für Sie vorbereitet. In unserem letzten Programmpunkt für heute, Fleischlos glücklich meets Fleischmanufaktur, 2 Trends auf dem Teller. Da man sich in der Gemeinschaftsverpflegung ja nie für eine Ernährungsform entscheiden kann, sondern immer die breite Masse bedienen muss, zeigen Ihnen heute Marketa Schellenberg, Innovationsreferentin von der Transgourmet, und Thilo Hildebrand, Fleischfachberater von der Fleischmanufaktur Hildesheim, wie man mit größtenteils denselben Zutaten 2 komplett unterschiedliche Gerichte kochen kann. Und darauf sind wir, glaube ich, alle sehr gespannt. Ich werde vom anderen Studio aus zuschauen und mal gucken, was ihr hier brutzelt. Hier ich habe gerade schon umgerührt. Man darf es nicht vergessen. Ich bin die Königin im Anbrennen lassen. Ich gebe es zu. Ich schaue genau zu, wie das nicht, wie man das nicht machen sollte. Genau. Ja, Doro, ich würde sagen, bevor das hier gleich noch mehr anbrennt, begrüße ich unsere beiden Gäste und du wanderst in die zweite Küche. Ich verschwinde. Oder? Sag ruhig, wie es ist. Ja, ja. Also, bis gleich. Ja, und damit begrüße ich ganz herzlich Marketa und Thilo. Kommt zu mir. Moin. Na, moin. Wir haben uns lange nicht gesehen, ich wollte gerade sagen. Thilo, hallo, moin. Freut mich. Marketa, du warst zwar vorhin schon, hast schon vorhin mit uns gekocht, aber stell dich doch trotzdem noch einmal für die neu dazugeschalteten Gäste einmal vor. Genau. Also Marketa Schellenberg. Ich arbeite bei Firma Transgourmet für Produktmanagement. Mhm. Wir haben die Marke Natura, Ursprung und natürlich jetzt auch neue Konzeptmarke Plant-Based. Mhm. Und das ist mein Hauptthema heute, weil da möchte ich zeigen, was diese Plant-Based eigentlich für uns bedeutet. Ja, weil dieser Begriff ist oft nur als vegan besetzt. Ja. Wir halten es für vegetarisch und vegan gleichzeitig. Ja. Und bitte, Thilo, jetzt einmal für dich. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Thilo Hildebrand. Ich bin gelernter Koch, ausgebildeter Küchenmeister, arbeite seit bereits 13 Jahren für die Transgourmet, bin dort Fleischfachberater im nationalen Vertrieb und bin außerdem auch noch Ursprungsambassador. Wow. Also Markenbotschafter für unsere Eigenmarke Transgourmet Ursprung. Ich bin gespannt, was du gleich für uns brutzelst. Mhm. Marketa, kommen wir als erstes zu dir. Was hast du vorbereitet? Was möchtest du heute kochen? Ich mache eine griechische Gyros Bowl. Weißt du, das kann auch ein winterliches Gericht sein. Mhm. Also Griechenland ist ja nicht nur Sonne und schön und Strand. Mhm. Im Winter ist es da auch ziemlich kalt. Und deswegen kann ich auch unsere winterliche Zutaten nehmen, wie Rotkohl, Endivien, Salat. Und hier als Fleischalternative nutze ich heute Quality Gyros Pfanne. Ja, okay. Und dann habe ich auch eine vegetarische Variante dazu. Ja. Das ist von der Firma Valles, Wokstückchen, die auf Milchbasis sind. Also vegan, vegetarisch. Vegetarisch, okay. Das heißt, du richtest am Ende 2 komplette Teller-Bowls. Genau, wieder. Genau. Nur einmal so. Und einmal so. Mhm. Und wenn Thilo nicht geizig ist, na, könnte ich mir ein bisschen von unserem Schwein abzwacken und dann hätte ich die dritte Bowl. Ihr bettelt euch jetzt hier heute, glaube ich, ein bisschen, oder? Och. Ja. Nein, das ist, du, eigentlich sind wir ganz Freund miteinander, weil, weißt du, ich habe nichts gegen Fleisch und auch nichts gegen Fleischgenuss. Mhm. Ich habe nur was gegen schlechte Qualität. Ja, das haben wir ja heute nicht. Wir haben ja hier Ursprungsqualität. Ja. Genau. Thilo, ganz kurz dazu, Ursprung. Willst du uns da schon mal ein bisschen was zu erzählen? Ja, ich habe gerade schon gesagt, Ursprung ist eine Eigenmarke der Transgourmet. Mhm. Damit ein Produzent Ursprung liefern darf an die Transgourmet, müssen verschiedene Kriterien erfüllt sein. In dem Fall, den wir heute haben, wir haben heute das Strohschwein aus Bären-Lübchen mitgebracht. Und da geht es halt um die Haltung der Schweine, um die Fütterung, um die ganze Lebensweise, also ein glückliches Schwein für ein besseres Produkt. Ja, das hast du hier auch nochmal im Ganzen, sage ich, ja? Genau, also das Teil habe ich heute verwendet. Ja. Ich kann es nochmal umdrehen, das ist jetzt der dicke Bug vom Mecklenburger Strohschwein. Mhm. Ich habe mich für dieses Teilstück entschieden, weil die Transgourmet den Bauern garantiert, dass wir das ganze Tier abnehmen, also vom Nose to Tail. Im Endeffekt geht es darum, das ganze Schwein zu verarbeiten. Und da gibt es natürlich immer Teilstücke. Super. Die halt immer ausverkauft sind, die sehr gefragt sind, also die Edelteile, sag ich mal. Ja. Und dann gibt es immer ein paar Teile, die ein bisschen schwieriger zu vermarkten sind. Und deswegen habe ich mich auch dafür heute entschieden, um dieses Teilstück zu verwenden. Wir werden Pulled Pork machen, spezielle Garmethode, da kommen wir nachher ja nochmal zu. Ja. Ich habe das auch ein bisschen besonders zugeschnitten, aber das erklären wir nachher auch gerne. Dieses Strohschwein. Also bei dir gibt es einen Pulled Pork Burger und hier machen wir vegan und vegetarisch eine Gyros Bowl. Super. Dann, ich glaube, du brauchst ja ein bisschen länger generell für dein Gericht. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, wandere ich auf die rechte Seite von mir zu Marketa.
Maketa, kann ich dir irgendwie helfen? Oder bist du hier super vorbereitet und kriegst das alles alleine hin? Du, ich bin super vorbereitet, aber du kannst was kosten bei mir. Mise en place ist das Beste, das Wichtigste in der Küche, ne? Guck dir das an. Also ich werde heute auch eine Alternative zu Feta hier verwenden. Okay. Das kannst du mal kosten. Da bin ich echt neugierig, was du dazu sagst. Nimm dir da, wollte ich sagen. Nehmen wir einfach hier einen Löffel, ne? Ja, genau. Wir haben was vorbereitet. Das ist jetzt die vegane Variante, ja? Das ist die vegane Variante zu klassischer Feta. Aha. Und da bin ich echt gespannt, was du dazu sagst. Super weich, also im Geschmack. Mhm. Cremecker, auch Cremecker. Das hatte ich vorhin schon mal, aber das ist wirklich... Ja. Also und es schmeckt ja wirklich fast wie Feta. Das ist... Schon Wahnsinn, ne, was es gibt. Also in den letzten Jahren haben die Alternativen allesamt richtig großen Sprung gemacht, auch die für Fleisch. Ja. Also ich war anfangs immer so ein bisschen skeptisch, weil die haben mir einfach nicht geschmeckt. Aber das, was sich jetzt entwickelt hat, kann man tatsächlich verwenden. Da musste ich auch meine Meinung ein bisschen revidieren zu dem Thema. Also Fleischalternativen, ja oder nein? Du bist dafür, oder? Ja, weil... Weißt du, wenn du das mal probierst, vegan zu leben, dann irgendwann hast du so Sehnsucht nach kräftigen Geschmäckern, nach Gewürzen, die du kennst, nach Vollmundigkeit, Umami. Ja, und das bekommst du oft auch genau in dieser Form. Mhm. Also wenn du dir zum Beispiel diesen Gyros nimmst und du wickelst es in eine türkische Pizza ein und machst du die Soßen dazu und Gemüse, dann hast du genau gleichen Genuss, als wenn du Fleisch essen würdest. Ja. Und das ist, manchmal hast du einfach Bedürfnis zu diesem... Ich wollte gerade sagen, wir beide hatten das ja heute Vormittag schon und da habe ich auch kein Fleisch vermisst. Ja, das war genau. Sehr gut, okay. So, das heißt, das darf jetzt ein bisschen anbraten, hier auch, da hast du noch weiße Brühchen. Da habe ich dicke Bohnen, das ist typisch Griechenland, dicke Bohnen, Gigantes. Ne? Und die sind meistens auch in Tomatensauce und mit Dill mariniert. Das wollte ich hier natürlich auch so machen. Mhm. Das ist auch typisches Griechenland-Geschmack. Was ich mich jetzt dann noch frage, ich meine, das hier sieht ja wirklich schon aus wie richtiges Fleisch, ne? Also wie Gyros. Muss das immer sein? Also sprich, wollen die Gäste, die Kunden wirklich, dass es so aussieht wie richtiges Fleisch? Du, das Interessante ist, dass sich über sowas ein und für sich nur Fleischesser aufregen. Ja. Das finde ich immer lustig. Siehst du, da. Ja, als wenn man da an irgendeine heilige Kuh geht, die man schlachtet. Natürlich muss es so nicht aussehen, aber warum sollte man das noch in eine andere Form pressen? Mhm. Ja, also ich finde es okay. Ja, weil wer sich dafür entscheidet, hat meistens sehr gute Gründe dafür. Ja. Und es ist fast schon egal, ob es Streifen sind oder Eckchen. Ich finde es voll okay. Ja. Und das ermöglicht uns Köchen auch die gleichen Gerichte wirklich für alle anzubieten. Und das finde ich wichtig. Ja. Also weil, das sieht man nachher sieht man wirklich keinen Unterschied, aber das sieht ja wirklich aus wie Gyros. Genau. Dann habe ich, das kannst du auch probieren. Das ist auch total witzig. Guck mal, Tzatziki. Neuer Löffel, ganz neuer wichtig. Neuer Löffel, kann ich dir was hast probieren. Du da gemacht? Das ist klassisch Tzatziki mit Gurke und Knoblauch und auch ein bisschen Dill ist mit dabei. Das habe ich auch mit einer Alternative von VioLife zubereitet. Das ist die Alternative zu Frischkäse. VioLife, ja. Das heißt, das ist dann nachher für die vegane Bowl. Für beide. Genau. Das nutze für beide. Ich für beide. Okay. Weil, weißt du, das ist ein und für sich sehr ähnlich, wenn ich das mit normalem Joghurt oder Frischkäse zubereiten würde, macht es keinen Unterschied. Also kann ich das jetzt für alle verwenden. Unterschied sind tatsächlich nur die zwei Fleischalternativen. Mhm. Eine auf Milch und andere auf Weizenbasis. Okay. Wie kann es denn kommen, dass pflanzliche Produkte fast wie Fleisch schmecken? Gut, das machen die Gewürze. Ja. Das macht auch die Zubereitungsart, also die Textur ist es, die viel ausmacht. Ja. Und natürlich auch bei manchen Zubereitungen haben wir auch Aromastoffe, sodass es zum Beispiel nach Hähnchen schmeckt. Mhm. Ja, also ähnlich, als wenn man zum Beispiel Hühnerbouillon macht. Ja, also wenn du wirklich auf Nummer sicher gehen möchtest, kauf einfach Bioprodukte. Da weißt du auch ganz genau, welche Zusatzstoffe verwendet werden dürfen. Mhm. Das sind nur 55 Stück. Okay. Ja, im konventionellen Bereich haben wir an die 300. Wow. Also deswegen, Bio ist immer...
Zacken, ja. Cleaner, ja. Ne, sagen wir so. Dann würde ich sagen, du kochst jetzt erstmal noch ein bisschen weiter. Lass dir noch ein bisschen Zeit. Ich gehe einmal kurz rüber zu Tilo und zum Burger. Tilo, du hast ja vorhin schon so ein bisschen erzählt, wo das Fleisch herkommt. Aber lass uns da noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Ursprung, hast du gesagt. Genau, Ursprung, Strohschwein. Ja. Diese Bezeichnung Strohschwein sagt halt schon einiges aus. Die Tiere werden, so wie ich es früher von meinen Großeltern kenne, werden die auf Stroh gehalten. Also nicht wie in der konventionellen Schweinehaltung in Gittern und auf Spaltenböden, sondern werden die Tatsache zweimal die Woche mit Stroh eingestreut. Strohschwein jetzt speziell kommt aus Bärenlübchin, das ist im Herzen von Mecklenburg-Vorpommern, in der Nähe von Rostock. Dort betreibt die Familie Rode in der vierten Generation einen Schweinemastbetrieb im Endeffekt. Das ist der junge Mann hier hinten. Das ist der junge Mann, genau, das ist jetzt der nächste Nachfolger, das ist der Gino. Den kann man auch persönlich kennenlernen, also kann auch einen Termin machen und mit dem Kunden dorthin fahren und sich diese Bauernhofromantik dort mal angucken, weil Tatsache ist es so. Ja. Da ist es auch so, dass die Ferkel dort auch selber gezüchtet werden. Mhm. Also die erblicken schon in Bärenlübchin das Licht der Welt sozusagen. Ja. Da ist eine richtige Saunstallenanlage. Ja. Dort werden die Ferkel geboren. Die sind auch noch bis zum Größerwerden bei der Mutter, werden auch von der Muttersau gesäugt. Okay. Und werden dann irgendwann, wenn sie die nächste Größenstufe erreicht haben, sozusagen über den Hof getrieben und in die nächste Gruppe. Wow. Diese Schweinegruppen sind dann bis 80 Tiere stark. Mhm. Die Tiere haben jederzeit die Möglichkeit zu fressen, zu saufen. Da ist zum Beispiel das haben dann auch so. Haben die ein bisschen mehr Platz oder hat das damit gar nichts? Die haben viel mehr Platz. Große Gruppen bis 80 Tiere, wie gesagt. Ja. Und die haben auch so viel Spaß mit dem Stroh beispielsweise. Also ich war schon mal dabei, als die eingestreut wurden, dass die auch zum Beispiel nicht kopiert werden müssen. Also brauchen auch die Ringelschwänze nicht kopiert werden, weil die keine Langeweile haben. In der konventionellen Schweinhaltung ist das so, dass es teilweise kopiert werden muss, weil die halt Langeweile haben, sich gegenseitig anfressen. Ja. Das ist dann halt nicht dort so. Verrückt. Wie wird denn überhaupt so ein Ursprungsbauer, wie darf er sich denn Ursprung nennen? Also sprich, was steckt dahinter? Wie komme ich überhaupt dazu? Ganz, ganz viele Kriterien muss er natürlich erfüllen. Also da gibt es ja ein Ursprungsteam, die sich das angucken, die Bewerber im Endeffekt dann lokalisieren, dorthin fahren. Dann ist es ja auch so, dass unser Ursprungsschwein auch mit dem Zertifikat vom Deutschen Tierschutzbund ausgezeichnet ist. Ne, da gibt es ja auch einige Vorgaben. Da geht es natürlich um die Fütterung, da geht es um die Haltung, um den Platz. Also das wird richtig von uns geprüft und genau. Das ist wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen. Das ist ein längerer das ist ein Vorgang. Der sehr langer Prozess, genau. Ja. Und die Bauern sind halt froh, wenn sie denn ursprungsproduzieren dürfen, weil, was ich vorhin schon eingangs gesagt habe, die Transgourmet verpflichtet sich, das komplette Tier abzunehmen. Also es ist eine Menge der Schweine angesagt, die pro Woche geschlachtet werden. Und den können wir dann unseren Kunden zur Verfügung stellen. Das heißt, können wir das Stück noch einmal kurz in die Kamera? Was ist das genau für ein Stück? Was hast du da jetzt? Das ist aus dem Vorderviertel im Endeffekt. Das ist das dicke Buchstück schon vom Strohschwein. Mhm. Kann man sehr, sehr gut einen schönen Krustenbratwurst machen. Ja. Hier ist nämlich noch die Schwarte drauf. Ja. Kann man Gulasch drauf machen, geschnetzeltes. Oder wie ich jetzt, Pulled Pork. Das hast du wahrscheinlich im Vorfeld schon komplett einmal durch den Wolf gejagt? Oder wie hast du das vorbereitet? Nein, ich habe es tatsächlich nur grob zerschnitten. Also ich habe die Schwarte abgetrennt. Ja. Die habe ich separat gegart, damit ich so einen schönen Crunch habe, weil ich sonst wusste ich nicht, was ich damit machen sollte und kann auch natürlich auch eine Brühe rauskochen. Aber habe ich dann klein geschnitten, habe ich separat gegart und haben wir nachher so einen schönen Schweineschwarten-Crunch im Endeffekt, so für den Burger. Cool. Und ich möchte die sowieso noch ein bisschen herbstlich anpassen, deswegen habe ich noch ein bisschen Rosenkohl dabei und auch ein bisschen Ursprungsbacon sogar noch. Mhm. Ich habe das Fleisch einfach in große Teile geschnitten, habe das mariniert, habe das dann auf dem Grill tatsächlich richtig angegrillt und dann habe ich Sous Vide gegart. Was hast du hier jetzt schon für eine Soße vorbereitet? Das ist der hausgemachte Barbecue-Dip. Einmal. Genau. Also Barbecue-Dip, okay. Ja, ich habe dort jetzt Schalotten angespitzt, ein bisschen geklärter Butter. Dann habe ich das schon mal gewürzt mit dem Transgourmet Premium Wacholder Rauchsalz. Also wenn man mal irgendwie eine rauchige Note braucht und kein Bacon zur Hand hat, also es wäre auch für Magnete eigentlich schon was, wenn sie mal irgendwie... Kann ich mal dran schubbern? Ja, sehr gerne. Ja. Vorsichtig, dann sind die Atemwege gleich frei. Ist schon intensiv. Ist intensiv, ja. Genau, also muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Das hast du jetzt hier ganz am Anfang mit angeschwitzt? Genau, oder? Schalotten mit angeschwitzt, dann ist Staudensellerie dazugekommen, Paprika Brunoise, dann habe ich das noch mit ein bisschen edelsüßen Paprika abgestäubt, dann habe ich ein bisschen eine Pfeffer-Gewürzmischung dazu gegeben. Dann mit Tomatenmark tomatisiert, das Tomatenmark noch ein bisschen mit angeröstet. Darf ich? Ja, gerne. Das ist deine Grundlage nachher dann für den Genau, Ball. Dann noch ein bisschen Tomatenkonkassee dazu. Mhm. Und ein bisschen süß muss er sein, also rotes Gemüse, das erhitzt wird, brauche ich immer ein bisschen süßer als Begleiter. Mhm. Und habe ich einfach ein bisschen Ahornsirup dazu gegeben. Ahornsirup, ja. Mhm. Das, die Süße rundet das Ganze dann nochmal am Ende ab. Okay.
Sehr, sehr schön. Marketa, wie sieht's aus bei dir? Ja, ich kann anrichten. Wie bitte? Natürlich. Ja. Ja, dann lass uns doch mal langsam, anrichten. Mhm. Tilo macht weiter, ne? Ich mach weiter. Du bist, genau. Genau. Und dann geht's rüber wieder zu Marketa. Genau. Was haben wir denn da jetzt auf einmal? Wir haben da schon was vorbereitet, aufgewärmt. Okay. Ja, also das ist ein convenientes Produkt. Das ist eine Reispfanne von Frosta. Ach, ich das gut. Ja, das meine ich eben, du sollst einfach cleane Produkte verwenden. Ja. Und Firma Frosta ist bekannt dafür, dass sie keine künstlichen Zusatzstoffe nutzen. Okay. Also das ist wirklich wie selbst gekocht, nur eben convenient. Und hier... Wollen wir das ein bisschen, wie richten wir das an? Ich glaube, wir müssen mal hier ein bisschen Platz machen. Meinst du, kann ich das nicht hier so machen? Ja, guck doch mal, so, dass die Kamera da auch schön mit drauf kommt. Ja, ich stelle es dann auch noch hin. So, deine beiden Varianten jetzt, genau. Also für beide kommt diese Reispfanne hinein. Ja. Und das ist auch typisch griechisch, weil Griechenland nutzt Reis sehr gerne, oft auch Tomatenreis. Also kann man das sehr gut verwenden. Mhm. Das dient auch für die Sättigung hier in diesem Fall. So, für beide gleichzeitig kommen auch die Böhnchen. Ja. Okay, ja klar. Du unterscheidest ja eigentlich nur hier bei den beiden Varianten jetzt gleich, ne? Beim Vegan und beim Vegetarischen. Genau. Ja. So. Boah, das sieht ja richtig bunt aus, richtig ja, gut. Ja, es ist total schön, ne? Und auch sättigend. Guck mal, wir Bohnen, ja. Hülsenfrüchte, ja. Sättigt. Total schön. Das andere ist ein Rotkraut oder das haben wir jetzt das ähnlich? Das ist genau, marinierter ja. Rotkohl. Ja. Das ist aber auch ein bisschen asiatisch angehaucht. Ja. Ich mit mag das Ingwer? Mit, oder? Ja, auch und mit Kreuzkümmel. Ich mache das einfach so ein bisschen. Ja, ich liebe Ingwer. Finde ich auch richtig gut. So, jetzt für beide machen wir da jetzt Tomaten drauf. So. Welche Pro und Contra gibt es denn eigentlich hier bei dem veganen Käse jetzt im Vergleich zu? Ja, Pro, auf jeden Fall CO2-Ausstoß und die Nachhaltigkeit, ja, weil jedes pflanzliche Produkt, egal woher du das nimmst und was das ist, ja, ist immer nachhaltiger als das tierische, weil diese ganze Leben einer Kuh, was erstmal Kalb haben muss und Milch geben muss, ja, das ist einfach nicht im Hintergrund, also ist der CO2-Ausstoß immer niedriger. Ja, ja. Contra, gut, die Basis ist hier... vielleicht ziemlich viel Kokosfett. Das wäre das Einzige, was ich so als Contra nennen könnte. Ja. Aber guck mal, wie viel kommt da auf Sieht so einen Teller aus. Drauf. Ja. Ja. Also das ist ein und für sich Ich hab früher im Restaurant früher, als ich noch gekocht habe, auch immer gehört, dass viele Gäste halt sagen, wenn sie irgendwie was Vegetarisches oder Veganes bestellen, dass sie oft gar nicht satt werden. Woran liegt das? Das liegt daran, dass da oft kein Eiweiß im Essen ist oder zu wenig. Ja, also ich habe das zum Beispiel kennengelernt in Gemeinschaftsverpflegung. Das heißt, naja, unsere Gäste, die mögen kein Tofu, also machen wir das einfach weg, machen wir eine schöne Gemüsepfanne mit Reis und dann sind alle zufrieden. Okay. Naja, die sind zufrieden, aber eben hungrig. Ja? Mhm. Weil gerade Tofu ist eine perfekte Alternative, die viel Eiweiß liefert. Ne? Ja, ja. Ja. Aber gut, Finish. Wenn du eben kein Tofu möchtest, kannst du auch auf andere Produkte zurückgreifen. Ne? Ja. Also das mittlerweile ist es nicht mehr so einseitig. So, jetzt für die vegane Alternative kommt hier unsere Gyrospfanne drauf. Da bin ich echt gespannt, wie das jetzt gleich Ja, gleich für schmeckt. Die vegetarische nehmen wir hier Was hast du denn da nochmal abgelöscht? Das haben wir jetzt, glaube ich, gerade nicht, oder? Abgelöscht hast du noch mal nicht, ich habe das ein bisschen aromatisiert. Ja. Also ich habe hier ein bisschen Chiliöl genommen und von Firma Wieberg auch ein bisschen Gyros gewürzt, dass es eben in gleiche Aromatik daherkommt, ne? Okay. Dass man das wirklich eins zu eins übernehmen kann. So. Also, bei Gewürzen musst du natürlich auch auf das Qualität sieht ja schon achten. Mal richtig gut aus, der erste Teller. Bitte, weiter. So. Entschuldigung. Jetzt. Um das noch ein bisschen griechischer zu gestalten. Ja. Griechenland, was fällt uns immer ein? Olive. Olive. Sofort. Die muss einfach drauf. Also ich mag ja nur die grünen Oliven. Wie ist das bei dir? Ja, dann kriegst du die grünen. Ja. Ich mag ein und für sich beide ganz gern. Ja. Ja. Nur bei den schwarzen ist oft Farbstoff im Spiel, weil die werden ja gefärbt. Deswegen gehe ich auch meistens auf die grünen ran. So. Jetzt noch ein paar Zwiebeln. Mhm. Ja, das ist da für Büro, weißt du, wenn du dann so mit dem
Ja, ich meine, du hast mir hier auch schon ordentlich Knoblauch reingemacht. Also von daher. Ja, alle sollen Spaß haben heute, weißt du? Richtig, ja. So, und jetzt ergänzen wir es noch hier. Ich habe so Fladenbrot auch noch dazu gemacht. Also, so. Wirklich. Und jetzt guckt ihr das. Ja, 1:1. Wahnsinn. Vegan. Liebe Zuschauer, also wunderbar angerichtet. Zwei Varianten. Einmal vegan, einmal vegetarisch. Das sieht richtig gut aus. Ach, weißt du, ich stell's gar nicht weg. Nee, komm, wir stellen das hier in die Mitte. Du wolltest das kosten, also kannst du gleich loslegen. Nicht nur ich, ich glaube, der Thilo hat auch, oder? Ja, klar. Kann man das schon vorstellen. Was sagst du zu veganen und vegetarischen Gerichten? Sieht auf jeden Fall super appetitlich aus. Als Fleischexperte? Ja. Bis auf das Fleisch fehlt, sieht das ganz großartig aus. Aber es fällt ja Tatsache nicht optisch. Also ne, man könnte ja wirklich den Eindruck erhalten. Also ich bin jetzt wirklich gespannt. Ich darf ja, probieren. Natürlich, greif zu. Haben wir es schon gehabt in der Kamera beides? Ja, ne? Hatten wir schon. Welche Kamera? Bevor du das zerstörst. Ja, genau. Na, ich möchte aber auch, dass ihr, also der Thilo, der hat ja auch noch ein bisschen Luft. Ne? Dein Burger wird ja erst später angerichtet. Also einmal für dich. Marketa, bitteschön. Mhm. So, dann lass uns doch mal probieren. Also ich fange jetzt mal, ich muss einfach jetzt mal eben so ein Stück pur von dem veganen. Ich mag die Bohnen total. Ja, also ich esse die so gern. Ich esse die einfach manchmal als Snack. Verrückt. Also das ist wirklich verrückt. Aus was besteht es genau? Hast du das schon oder können wir nochmal drauf eingehen? Also solche Alternativen sind meistens aus Soja oder aus Weizen gemacht. Weil genau diese Produkte haben genug Eiweiß und sind in der Lage, auch die Textur, diese fleischähnliche Textur zu haben. Und wir haben hier ein Weizenprodukt und du kannst es genauso verwenden wie Fleisch, du kannst es braten, du kannst es auch kurz andämpfen, dann wäre es noch saftiger. Ja. Ja, also ich habe es jetzt in der größeren Variante gemacht, aber wie du auch siehst, das klebt nicht in der Pfanne, ja, das ist total schön. Ja. Also für Großküchen super Produkt. Ja, wirklich. Also ich finde es richtig lecker. Schmeckt echt gut und würzig auch. Es kommt wirklich schon Gyros nah. Das darf man absolut gar nicht. Also das ist wirklich, wirklich total verrückt. Du hast das Ganze hier auch auf einem wunderbaren Churchill-Teller angerichtet. Den gibt es ja auch bei uns in der Transgourmet und in der Selgros zu kaufen. Ich finde, die Teller sind einfach, oder? Es sieht wirklich, macht was her, diese bunten Farben. Das sieht richtig gut aus. Thilo, wie gehst du denn jetzt weiter vor? Was passiert jetzt als nächstes bei dir? Also ich warte jetzt, dass mein Barbecue-Dip zu Ende schmort. Ich möchte gerne, dass das Gemüse halt schön weich ist. Ich werde es auch nicht pürieren. Ich möchte gerne, dass es so ein bisschen Konsistenz behält. Okay. Und dass der Gast sieht, dass da viel Handarbeit drin steckt. Mhm. Ich würde jetzt gerne mit dir noch drüber sprechen, wie ich das Fleisch zubereitet habe. Bitte, gerne. Ist eigentlich keine wilde Geschichte mehr jetzt. Also ich habe Sous Vide gegart. Ja. Bedeutet im Endeffekt ja, dass das die hygienischste Garmethode ist, die wir im Moment haben. Kann man in jedem super, also in jedem guten Haushaltsgerät jetzt auch schon machen, aber wir haben ja natürlich hier so einen tollen Rational-Kombidämpfer, da ist auch ein Sous-Vide-Programm. Also ich habe das Fleisch im Prinzip, was ich vorhin schon gesagt habe, ich habe es mariniert, ich habe es angegrillt, dann in einen geeigneten Folienbeutel gegeben. Ist ganz wichtig, dass diese Beutel Sous-Vide geeignet sind. Da können wir ja auch sogar nachher nochmal, dann hast du das, dann zeigst du uns das ja nochmal. Ja. Da können wir da nochmal drauf eingehen. Klar. Ja, richtig gut. Sous-Vide hast du gerade gesagt, also es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man Sous-Vide-Garer halt sich besorgt, kauft. Thermalisierer? Genau, aber du gibst es nachher in den Ofen, hast du gesagt, oder? Ja, ja. Also das Fleisch habe ich vorbereitet, also es ist 20 Stunden schon Sous-Vide gegart, ich habe einen Thermalisierer. Dieser Thermalisierer kann halt über Stunden genaue Temperatur halten, also auf 0,1 Grad genau. Habe das dort dann bei 85 Grad für 20 Stunden gegart. Jetzt wow. Ist es weich. Und dann habe ich das Fleisch vorhin einfach nur mit der Barbecue-Soße schon ein bisschen mariniert nochmal und dann fein zerzupft und dann einfach jetzt nochmal warm gestellt. Cool. Das sind Rosenkohlblätter, oder? Ja, Rosenkohlblätter. Also ich habe es ja so ein bisschen herbstlich angedacht. Jetzt im Prinzip den Burger wird nachher noch ganz gut aussehen mit den grünen Blättern auf dem roten Teller. Das ist jedenfalls der Plan. Ich habe dort auch noch diese unser Natura Datteltomaten mit reingegeben und ein bisschen Ursprungsbacon. Cool. Das ist ja auch meine Arbeit, ne? Die Rosenkohlblätter alle da abzuzubringen. Ja, ist ein bisschen Strafarbeit. Aber die kleine Menge, das war jetzt kein Problem. Also hattest du das schon vorbereitet? Oder? Ja, ein bisschen. Sehr gut. Marketa, ich sehe gerade, da kommt noch eine Frage von unseren Zuschauern rein. Es wird gefragt, schmeckt der vegane Feta auch wie richtiger Feta? Ich meine, bitte, mach du zuerst. Ja, also wenn du dir das so nimmst und das zerdrückst, du siehst, das ist so ein bisschen fester als klassischer Feta. Also man glaubt ja immer so, dass es so Gummi ist, ne? Aber das ist gar nicht der Fall. Nee, das ist wirklich.
Und es schmeckt, ja, ich würde es beschreiben, am ehesten als Ziegenfrischkäse. Ich nehme auch noch mal die andere Hälfte. So. Wirklich, also ja. Leicht säuerlich, ja. Cremig. Ja, wie Ziegenfrischkäse, was man in Würfel schneiden kann. Also es zerläuft auf der Zunge. Mhm. Ne? Also ja. Es ist wirklich ganz weich im Geschmack und es kommt wirklich Feta nahe. Ja. Das ist also das ist eben, weil es eben Kokos basiert ist, deswegen ist es so zerlaufend. Ja. Ja. Also als Alternative gefällt mir das richtig gut. Ja, wirklich. Also was ich damit nicht probiert habe, wie verhält sich das, wenn man es irgendwie damit überbackt oder schmilzt, das müsste ich mal austesten. Ne? Mhm. Weil ich habe es das bis jetzt immer nur so verwendet, weil mit Feta arbeite ich eigentlich auch so ähnlich. Auch, aber ich glaube, wenn man das so ein bisschen zerbröselt, da kann man bestimmt irgendwie über eine Kartoffel oder so, dann nochmal in den Ofen. Ja. Oder auch, ich kann mir vorstellen, auch zum Beispiel das auch auf einen Flammkuchen zu geben. Ne? Mhm. So, aber erst wenn Flammkuchen gebacken ist, einfach dann, weil das würde dann wahrscheinlich Birne ja, so leicht zerlaufen, ein bisschen Thymian drüber, ja, kann ich mir gut vorstellen. Was ist denn dein Lieblingsgericht, also dein veganes Lieblingsgericht? Hast du da eins? Oder? Ja, eigentlich, ich stehe voll auf die ostdeutsche Soljanka in vegane Variante. Das würde ich ja gerne mal von dir probieren. Ja, du, das ist richtig, richtig gut. Okay. Oder auch Bichelsteiner Topf mag ich total gerne. Das kenne ich gar nicht. Was ist du, das? Kannst du probieren? Das ist eigentlich ist das aus Rindfleisch gemacht und mit Gemüse wird es geschichtet, mit Kohl, mit Brühe übergossen und dann backt es im Ofen, klassischerweise. Ja. Aber ich mache das natürlich für Großküchen auch im Kessel oder in Kippbratpfanne, kann man auch machen. Aber das hat so richtig was Herzhaftes. Also ich nutze auch vegane Würstchen dazu. Mhm. Vegane Würstchen? Ja. Genau, weil die kannst du auch anbraten. Auf Tofu-Basis? Meistens Seitan, also Weizenbasis, weil Würstchen sind ein bisschen kompakter. Ja. Aber richtig schönes Gericht. Ja. Also das, du kannst es auch selber ausprobieren. Aha. Geh mal auf unsere Seiten bei Transgourmet auf Plant-Based. Aha. Da ist ein Rezeptkonfigurator. Und da haben wir genau Bichelsteiner Topf schon für Veganuary eingepflegt. Auch für unsere Zuschauer finden die da auch weitere Rezepte, alles auf über die Fall. Transgourmet-Seite. Genau. Genau. Wunderbar. Also wir haben jetzt Anfang November damit angefangen und wir werden diese Seite immer weiter füttern. Mhm. Und dann Veganuary, da kann jeder mit uns den veganen Januar bestreiten, auch mit Materialien zu diesem Thema. Da können Sie sich auf uns, die Zuschauer, wenden. Mhm. Das ist eine tolle Aktion. Wir liefern die Rezepte dazu und natürlich auch Transgourmet, natürlich auch die Lebensmittel dazu. Ja, also passend, wenn ich jetzt sage, ich habe mal Lust, irgendwie ein, zwei Wochen mich vegan zu ernähren, dann rufe ich dich entweder an oder schau auf der Transgourmet-Seite. Ja, also ruf mich immer an. Tilo, ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich dich frage, was denn dein Lieblingsveganes Rezept ist, aber ich fange erstmal anders an. Hast du denn einen Lieblingsburger, den du gerne zu Hause... Wenn ich die erste Frage beantworten darf, dann würde ich sagen Apfel. Apfel. Ja. Und Lieblingsburger, also eigentlich ist das immer ganz unterschiedlich. Also ich bin großer Football-Fan und ist ja jedes Jahr die Super Bowl-Party und da gibt es auch jedes Jahr eine neue Burger-Variation. Okay. Und ich glaube, dieses Jahr wird es ganz dicht an dem sein, was wir heute hier zubereiten. Ich bin wirklich gespannt, was wir jetzt gleich in der zweiten Session haben und was du uns gleich für einen tollen Burger präsentierst. Ja, auf jeden Fall. Ich überlege gerade, was meine lieblingsvegane Variante ist und ich würde sagen, also ich koche sehr gerne ein veganes Curry, muss ich sagen. Mhm. Also ein Thai-Curry, vegan. Ja, doch, das ist so. Und was machst du da als Eiweißalternative hinein? Weil da hast du oft eben so Wokgemüse. Ja. Dann kommt da vielleicht irgendeine rote Thai-Paste oder gelbe Thai-Paste. Genau, gelbe Thai-Paste, die man ja auch sogar selber machen kann, ganz gut. Ja, Kokosmilch, Koriander muss dazu. Aber da brauchst du auch etwas, was sättigt. Was wäre so deine erste Wahl dazu? Na, also ich nehme da schon Reis zu. Ja. Ja, das ist, siehst du, Kohlenhydrat. Ja, ja, Kohlenhydrat, siehst du ja. Ne? Ja. Aber das ist, du brauchst, gerade wenn du so mittags isst, brauchst du etwas, was dich nicht müde macht. Okay. Also so eine Gemüsepfanne, du fühlst dich erstmal gut und satt. Ja, aber so, das ist nicht, da ist keine Unterlage, da fällt dir wieder so ein Stück Eiweiß. Also mach da vielleicht Edamame-Bohnen zum Beispiel. Das würde super passen, weil das ist de facto junge Soja. Mhm. Da bekommst
abends duschen wir ein bisschen Eiweiß. Mhm. Oder irgendwie mach in den Reis ein bisschen Quinoa dazu. Quinoa, ja. Weil auch diese Kombination ist richtig schön. Ja, also auf diese Art so. kannst du deine Speisen aufwerten. Perfekt, da habe ich jetzt nochmal was für meine nächste vegane Tour. Und ich würde sagen, ihr beide brutzelt jetzt noch ein bisschen weiter. Und damit geben wir zum ersten Mal ab zu Doro in unser Studio 2. Und nach dem iPad. Wir sind schon drauf, so wie es aussieht. Kann das sein? Sehen Sie mal, auch das ist live, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier wird gerade noch von unserem lieben Kollegen, dem Tim, das iPad eingerichtet, weil Sie ja Ihre Fragen an unsere Experten stellen dürfen. Willkommen zurück im Studio 1. Ich freue mich jetzt sehr auf Dirk und Christian von Schneefrost. Hallo, die Herren. Hallo. Doro. Schön, dass ihr Hallo, hier seid. Doro. Ich freue mich sehr. Wollt ihr euch mal ganz kurz vorstellen, ihr zwei? Ja, also mein Name ist Dirk Krumm, ich bin im Hause Schneefrost, Key Account Manager für den Bereich Südwest. Mhm, Christian? Ja, mein Name ist Christian Kepler, ich bin ebenfalls Key Account Manager für den Bereich Nord. Aus dem hohen Norden. Aus Und trotzdem habt ihr was mitgebracht, was eher Richtung Süden geht. Aber zuerst wollen wir uns mal auf diese Leckerei hier vorne konzentrieren. Verratet unseren Zuschauerinnen und Zuschauern doch mal, was wir heute besprechen und was wir gleich mal probieren dürfen. Okay, wir haben heute drei Sachen mitgebracht. Zum einen, du hast es gerade gezeigt, was ganz Neues, Hashbrown Fries, eine Spezialität aus Kartoffeln, geriebenen Kartoffeln. Wir haben Kartoffelspätzle mitgebracht, einen Problemlöser und ein Kartoffelrisotto. Kartoffelrisotto, guck mal, habe ich so auch noch nicht probiert. Klingt fantastisch. Dirk, ich glaube, du fängst schon mal an zu brutzeln, während genau, wir uns ein bisschen über die Produkte unterhalten. Ich fange jetzt gleich mal an mit meiner Spätzlepfanne. Da sage ich aber gleich noch was. Wir sind noch nicht dran, Herr Grumm. Doch, wir sind schon. Wir sind schon drauf, tatsächlich. Wir sind spontan einfach mal kurz rübergeschwappt. Der Dennis hat uns anmoderiert und schon sind wir drauf. Okay. Also wir können theoretisch also wirklich gar nicht. Es war keine heiße Probe. Okay. Auch wenn sie es mal eben so angefühlt dann hat. Dann machen wir doch mal noch schnell weiter. Lieber Christian, ich wollte gerade sagen, genau. Also die Spätzle in die Pfanne, was hast du vorher reingegeben? Ich habe nur ein bisschen Öl reingegeben und ziehe es an. Ich könnte auch ein bisschen Butterfett machen. Und jetzt fange ich an, die ein bisschen anzuziehen. Das ist ja ein TK-Produkt. Jetzt kann ich TK in die Pfanne packen und ziehe es jetzt an und ziehe dann nachher mein vorbereitetes Gemüse, was ich darunter machen will. Und somit mache ich meine Spätzle-Gemüsepfanne fertig. Und das werde ich jetzt gleich mal machen. Und was wir noch nicht, Dirk, thematisiert haben, das sind keine ganz normalen Spätzle. Nein, das sind keine ganz normalen Spätzle. Hier haben wir eine Spätzlemasse. Die Spätzlemasse wurde um 40% Mehl reduziert. Damit und ersetzen das durch Kartoffel. Und somit reduzieren wir auch um 40% Klebereiweiß. Und über die Kartoffel kommt die Stärke in das Produkt. Und somit hat das Produkt eine ganz andere Konsistenz. Hat eine sehr, sehr hohe Standfestigkeit. Das heißt, ich kann es lange warm halten. Und es ist einfach ein tolles Produkt, was ich so TK einfach in die Pfanne und relativ schnell anrichte. Es ist ein High-Convenience-Produkt für alle Bereiche einzusetzen. Kartoffelspätzle, faszinierend. Das muss ich gleich mal probieren. Ich bin ja ein Spätzle-Fan. Schon als kleines Kind stand in dem Poesiealbum Lieblingsessen Spätzle mit Soße. Also ja, von daher wäre das für mich was ganz Neues. Und es hört sich so ein bisschen an, dass es so in die Richtung Schupfnudeln geht, weil da ist ja auch Kartoffel drin. Genau, ist ähnlich in dieser Richtung. Schupfnudeln sind ja auch ein bisschen kompakter und in diese Richtung geht das. Ja. Für uns ist es sehr, sehr wichtig, dass es ein High-Convenience-Produkt ist, dass wir das auch dann durch die Kartoffelmasse auch in den Bereichen Delivery einsetzen können und in anderen Bereichen, weil das Produkt auch wirklich in so einer Thermophore oder was weiß ich, abgedeckelt transportiert werden kann. Das kann man bedingt mit einer normalen Spätzle nicht machen. Also würde ich sagen, Stichwort Takeaway wahrscheinlich dafür absolut geeignet. Ne? Absolut geeignet Takeaway oder halt Schulverpflegung, Fernverpflegung in dem Bereich. Und noch ein ganz wichtiger Aspekt, durch den Einsatz der Kartoffel, die 40%, die wir reingeben, haben wir natürlich Mehl reduziert, aber natürlich auch Stabilisatoren oder Bindemittel reduziert. Und somit machen wir uns die Stärke der Kartoffel zu nutzen als Binder. Ich könnte mir vorstellen, dass man diese Spätzle dann auch nicht in Anführungszeichen nur deftig genießen kann, sondern vielleicht auch so ein bisschen in die süße Richtung abwandern kann. Ja, das können wir machen. Also wir haben zum Beispiel, hier habe ich mal die Spätzle schon mal vorbereitet. Ich habe hier eine ganz normale Vanillesoße. Da mache ich mir mal so einen kleinen Vanillesoßenspiegel. Nein. Ja.
Also das ist meine größte Fantasie hier, Spätzle in süß. Ja? Das Besseres gibt es ja gar nicht. Und dann stäube ich das noch so ein bisschen ab. Du bist der König. Mit einfach Zimt und Zucker so ein bisschen. Ich könnte auch ein bisschen Mohn dazu nehmen. Gerade so. Und das ist was ich im Kinder- Schauen Sie mal, und Schulverpflegungsbereich einsetzen kann. Und das mögen die Kinder. Das mag auch die Doro. Kannst die Doro mir mag glauben, das auch. Ja. So, Doro, guck mal, jetzt habe ich hier meine Spätzle. Ja, habe ich jetzt angeschwenkt. Ich hatte mir vorhin schon ein bisschen mein Gemüse, Romanesco, ein bisschen Kirschtomaten dazu. Guck mal, wie das brutzelt. So, jetzt ziehe ich das noch einmal kurz mit an. Ja, ein bisschen bunter Pfeffer oben drauf. Ein bisschen Salz. Lasse ich jetzt noch mal ganz kurz an. Und du siehst schon die Konsistenz. Boah. Tolles Perfekt. Bild. Perfekt. Und es ist ja so, dass Zeitersparnis auch ein riesiger Punkt ist, ne? Für alle aktuell. Aktueller denn je. Auf jeden Fall. Kann man sagen. Gerade in der jetzigen Zeit. Ne? Wie sieht es hier aus, minutentechnisch? Wie lange brauchen wir? Also jetzt, du hast es gerade drauf gemacht. Das waren jetzt wie viele Minuten? Drei? Zwei? Die sind in ein paar Minuten fertig. Das kommt ja drauf an jetzt, wie heiß das ist. Aber ich könnte das jetzt gleich schon... anrichten, das mache ich auch. 4 bis 6 Minuten ist so das Zeitfenster für das Produkt. Man könnte so, sagen, ich mache jetzt einfach mal mein. Ich richte das jetzt mal ein bisschen an hier. Ja. Schön. Wir haben gerade uns schon unterhalten. Du sagtest, eigentlich ist es ein Problemlöser, ne, dieses Produkt. Es ist wirklich ein Problemlöser, da ich es relativ schnell im à la carte Geschäft einsetzen kann. Ja? Und wie eben schon gesagt, man hat auch die Möglichkeit, das denn auch in Thermophoren, in Schulverpflegung, Kinderverpflegung, Fernverpflegung, Menüschalenkonzepte. Da kann ich überall das Produkt einsetzen, weil es halt diese Standfestigkeit hat, das Produkt. Es kann nochmal regeneriert werden. Und daher sagen wir auch, es ist ein extremer Problemlöser in den Bereichen. Super. So. Du hast nämlich auch schon was, wir haben jetzt die Reihenfolge einfach mal geändert. Wir Auf wollten eigentlich mit den Hashbrown Fries anfangen, aber wir sind doch spontan. Wir sind doch spontan, oder, Christian? Komm mal, Doro. Einfach mal für dich zum Probieren, direkt vom Blech. Ha, 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 ha. Heiß. Ja. Mach immer so, ne? Wenn man sich verbrannt hat, am Ohr abkühlen. Genau. Ich mach die hier vorne mal rein in die Schale. Das ist das Coole. Fantastisch. Und auch das Vielfältige. Aber da musst du jetzt auch noch erklären. Mit Vollmonde spricht man nicht, ich werde es nie lernen. Dass das ja auch keine, in Anführungszeichen, normalen Pommes sind. Wir stellen hier aktuell nichts Normales, wir bestellen nur Besonderes vor. Auf jeden Christian, was ist anders? Auf jeden Fall. Die klassische Pommes, wissen wir alle, ist ja aus geschnittener Ware, sprich aus der ganzen Kartoffel. Wir haben hier jetzt, ich mache mal ein bisschen weiter, während ich erzähle. Gerne, Multitasking. Multitasking, genau. Ein bisschen die Vielfalt zeigen, was man damit machen kann. Hier haben wir ein Produkt, das aus der geriebenen Kartoffel ist. Im Endeffekt ist die Kartoffel aufgerieben, mit Salz, mit bunten Pfeffer und frischer Zwiebelnote versetzt, das Ganze in Form gebracht. Und ich schiebe die nochmal hier rein. Dann darf der Käse ein bisschen schmelzen, genau. Vermutlich. Habe das nochmal mit Parmesello abgerieben, um zu zeigen, auch wieder Zeitgeist, Burger, Delivery, Takeaway. Was kann ich mit dem Produkt machen? Einfach in der Kürze eine Minute gratinieren mit Käse, dann habe ich einen Käsestick für ein Topping, für Suppentopping, für Burger, für, wie gesagt, andere Geschichten. Ein tolles Produkt. Genial. Geschmacklich auch fantastisch und besonders. Takeaway hast du gerade noch angesprochen. Geschmacksverstärker technisch, da seid ihr auch sehr reduziert, ne? Haben wir nichts drin. Also Perfekt. Das Produkt ist von der Zutatenliste sauber und ist nichts drin. Wir sind komplett clean Label mit all unseren Produkten. Genau. Also wir haben ja eigentlich, könnte man sagen, Klassiker wie Pommes, wie Spätzle. Neu interpretiert. Neu interpretiert, neu in Szene gesetzt, genau. Und neue Einsatzbereiche auch gefunden dafür. Du hattest vorhin, Dirk, auch ein Risotto angesprochen. Da bin ich natürlich auch sehr neugierig drauf. Wir haben ein neues Produkt in unserem Spezialitätenbereich. Das ist unser neues Kartoffel-Risotto. Jeder sagt sich jetzt Risotto, kenne ich nur mit Reis. Wir haben das ein bisschen neu interpretiert, das Ganze. Wir haben hier das Risotto mit kleinen Kartoffelstückchen hergestellt, da ist ein bisschen Schmand drin, da ist ein bisschen Hartkäse drum gezogen und mit ein bisschen Sauerrahm abgeschmeckt. Dann haben wir diese Masse werden bei uns in Pellets abgeformt, wie hier 12 Gramm Pellets sind das. Und so ist es dann bei uns im Beutel. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, einmal im à la carte Geschäft, das ist eine IQF-Ware, lose entnehmbar, ich kann das lose entnehmen, Dosieren. Das heißt portionierbar, kann ich es mir regenerieren. Ich regeneriere das Produkt nur noch und kann dann so mein eigenes
Risotto machen. Ich könnte jetzt einen Pilz darunter ziehen. Dann mache ich mal ein Pilzrisotto. Der Gastronom nimmt noch mal ein bisschen Weißwein, zieht einen Weißwein runter. Der GV-Bereich, Betriebsverpflegungsbereich, sagt, okay, ich ziehe mir eine Gemüsebrühe drüber, mache mein Gemüserisotto davon. Und hier sieht man wieder High Convenience in vielen Variationen einsetzbar. Das heißt, wir versuchen immer Produkte wie im Baukastensystem auch in vielen Bereichen einzusetzen. Und das machen wir mit dem Risotto auch. Das wird ganz normal über diesen Konvek, über einen Konvektomaten regeneriert. Bitte nur regenerieren und nicht totkochen. Mhm, nicht klassisch. Und dann fängt man an, dieses Produkt zu nehmen und baut sich denn sein eigenes Risotto. Und ich glaube, Christian, das hast du auch gerade schon gemacht. Ne? Also es geht ja voll los. Man sieht es hier am Dampf, wie der Kollege sagt. Also wir brauchen ein bisschen Wasser. Bisschen Sauna für uns also alle hier, also Aufguss. Das ist das Schöne Kartoffelaufguss. Für das Produkt. Also diese Pellets sind auch in der Lage, das Wasser zu binden, was das Gerät oder der Kombidämpfer abgibt. Das ist nochmal für die Gastronomen oder für die Kunden interessant, für die Kalkulation, dass man also auch noch ein bisschen Wasser oder Feuchtigkeit hinzugibt, was natürlich auch die Menge und das Volumen erhöht. Jetzt habe ich was gehört. Das war ein ist er fertig? Nee. Ja, ich denke, wir können sofort starten. Wir richten sofort an. Dirk, was machen die Pilze? In der Zeit habe ich meine Pilze ein bisschen Gemüse gemacht. Wir wollen ja so ein bisschen so ein Pilzrisotto machen. Wir legen diese Pilze an. Ja, das haben wir gerade so ein bisschen vorbereitet. Paprika. Der Christian wird jetzt anfangen, das Produkt hier anzurichten. Dann lege ich die Pilze dran und dann haben wir unser Risotto fertig. Hier wieder zu beachten, Baukastensystem. Ich kann davon ein Pilzrisotto machen, ich kann ein Fischrisotto machen, ich kann ein Krevettenrisotto. Also da ist der Vielfalt keine Grenzen gesetzt und auch der Einsatzbereich sowohl in der Gastronomie, sowohl oder im Betriebsverpflegungsbereich. Ich habe das jetzt mal hier rausgeholt. Super, da müssen wir mit der Kamera mal drauf gehen. Schaut euch mal hier die Konsistenz an, das ist ja fantastisch. Wir rühren das nochmal glatt. Es ist wirklich wie ein Risotto, wie man es vom Reis kennt. Es riecht kartoffelig. Das kann man jetzt, das ist der Vorteil, ich werde das jetzt mal portionieren, einfach mal auch mit 2 Löffeln. Ne? Also es hat auch eine sehr tolle Konsistenz. Das kann man richtig toll anrichten. Ne? Also weil man kann eben da so ein bisschen mit spielen. Klößchenform. Oder Nocken, genau. Klößchenform, das wollte ich sagen. Mal. So, dann machen wir noch einen dazu. Dann machen wir gleich die Pilze in die Mitte. Genau. Dann haben wir ein schönes vegetarisches Gericht. Apropos vegetarisch, irgendwas wollte ich euch noch gefragt haben. Vegan ist ja auch so ein Stichwort. Wie hättest du es gerne so? Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus, ne? Auf jeden Fall. Genau. Vegane Produkte, die wir hier gerade vorstellen, auch. Vegan? Ja, haben wir auf jeden Fall gemacht. Die Spätzle sind vegan, das Hashbrown, die Hashbrown-Fries sind vegan und natürlich auch das Risotto. So. Guck mal. Wie sieht das aus? Ja, kann man also das so fantastisch. Sehen? Ein Gedicht. Ich glaube, da bekommt man Hunger, oder? Ich glaube ja. Also ich glaube, unsere Kamerajungs und Mädels, das gesamte Team, das lächelt schon hier unter der Maske. Die freuen sich über dieses gute Essen, das ihr vielleicht gleich probieren dürft. Doro, du musst dich entscheiden jetzt. Ja, ich probiere natürlich alles. Risotto oder doch die Hashbrown. Du weißt gar nicht, wie viel hier reinpasst, Dirk. Wo ist mein Besteck? Ich muss natürlich versuchen hier. Ja, probier's mal. Also man hat gesehen, in der Kürze der Zeit, wir wurden ja vorher gefragt, ob wir das in 10 Minuten hinbekommen. Wir haben gesagt, das schaffen wir und haben wir hingekriegt. Fantastisch. Und die Konsistenz ist einfach super. Das ist auch, du hast noch dieses Kartoffel, dieses Stückchen, wie dieses Reiskorn, hast du noch im Mund. Liebig. Also eine sehr schöne absolut zu empfehlen. Genau. Absolut zu empfehlen. Und abschließend dafür, wichtig, was für alle gilt, alle 3 Produkte, die wir gezeigt haben, sind wirklich unheimlich schnell zuzubereiten. Mhm. Also wir reden im Schnitt zwischen 4 bis 8 Minuten Zubereitungszeit. Und das ist in der heutigen Zeit ja, denke ich, enorm wichtig. Absolut. Gerade in der letzten Zeit hat sich das Geschäft etwas verändert. Und da sind wir unschlagbar mit den 3 Artikeln. Unsere Hashbrown Fries sind auch noch aus dem Backofen gekommen. Auf jeden Fall. Mit dem Käse oben mit dem drauf. Parmesello. Auch noch das mal hier. Muss ich natürlich versuchen. Ihr müsst auch mitessen. Ihr kennt sie zwar schon, guck mal, aber da kann man noch nie genug von kriegen, oder? Ja, ich finde das auch eine schöne Idee mit dem Parmesan. Und das stelle ich mir jetzt fürs To-Go-Geschäft einfach perfekt vor, weil es einfach nichts 0815-mäßiges ist. Genau. Und diese Produkte haben wirklich eine extrem hohe Standzeit. Wir haben es ja jetzt auch gesehen, eine Pommes wäre jetzt schon längst weich. Matschig. Das Produkt ist wirklich crunchig. Kann man sagen, oder? Und die standen da jetzt schon ein bisschen. Richtig, ne? Und bietet einen deutlichen Mehrwert eben einfach ansprechen. Ja. Hervorragend. So, dann sage ich vielen, vielen Dank. Haben wir es geschafft, Doro. Wir haben es geschafft und ich bin begeistert. Perfekt. Ich gebe zurück zu
Dennis! Tja, Doro, während du da drüben ein bisschen rumgesnackt hast, haben wir natürlich auch selbstverständlich weitergearbeitet. Thilo, wie sieht's bei dir aus? Lass uns noch mal ein bisschen intensiver über deinen Burger schnacken. Ja, selbstverständlich weitergearbeitet. Also ich bin ja gut vorbereitet hier schon angekommen in Köln. Ich habe ja das Fleisch schon gepult. Ja, also das klein ich gezupft. Klein gezupft, genau. Also das kann ja, wird ja eigentlich zerrissen oder gezupft und kann das mit Gabel machen oder es gibt das richtig so eine Krallen. Mhm. Dann werde ich es ja noch ein bisschen mit Mal so ein bisschen in die Kamera. Mit dem Barbecue-Dip. Ja. Boah, das duftet. Richtig gut. Und, okay, jetzt so mischst du deinen Dip, deine Creme damit runter. Genau. Ich werd nachher mein super Bandup mit noch bestreichen mit dem Barbecue-Dip und dann so kommt dann das saftige Fleisch da oben drauf und dann werden wir das mit unseren Toppings vollenden. Ja, vermisch das ruhig schon. Also wie. Und dann können wir ja rein theoretisch auch gleich schon mal probieren, ne? Ja, oder? Total gerne. Also sieht super saftig aus, richtig gut. Ja. Brauchst du noch mehr, oder? Nee, das reicht so. Passt? Ja. Okay. Lass uns noch mal ein bisschen, das haben wir vorhin ein bisschen abgehakt, ein bisschen weiter über Sous-Vide-Garn schnacken. Ja. Was ist das überhaupt für die Zuschauer, dass wir da erstmal anfangen, so ein bisschen in das Thema reinzukommen? Also wenn man es klassisch betrachtet, das ist eigentlich eine Rückwärtsgarmethode. Ja. Normalerweise klassisch ist es ja so, dass es ein Stück Fleisch jetzt, wenn wir beim Fleisch bleiben wollen, angebraten oder angegrillt wird, die Oberfläche soll sich schließen, Röstaromen soll entstehen und dann wird das bei geringerer Temperatur im Ofen ja dann zu Ende gegart, also auf den Punkt gegart. Mhm. Bei rotem Fleisch ist es über Daumen 58 bis 60 Grad Kerntemperatur. Mhm. Beim Sous-Vide-Garn ist das genau andersrum, deswegen diese Rückwärtsgarmethode. Da wird das Fleisch, wenn es mariniert werden soll, mariniert. Dann wird das in geeignete Beutel vakuumiert, in Folienbeutel. Ja. Findet der Kunde übrigens Tatsache unter Folienbeutel bei uns im Webshop, Caso Folienbeutel. Und dann findet er genau die richtigen Beutel. Ja. Die sind bis 95 Grad verwendbar auch. Dann wird es vakuumiert. Und dann wird das in einen Thermalisierer oder in einen Ofen, der so ein Sous-Vide-Programm hat. Ich wollte gerade sagen, das mit dem Ofen können wir auch nochmal eingehen, weil ich habe jetzt zu Hause einfach nur so einen Sous-Vide-Stab und packe genau. Das in das funktioniert. Das ist die einfachste Variante. Man hat im Prinzip einen Topf mit warmem Wasser. Genau. Da kommt dieser Sous-Vide-Stab rein, der lässt das zirkulieren, das Wasser, und hält halt die Temperatur. Mhm. Wenn man es richtig machen möchte, oder das eigentliche geeignete Gerät ist ein Thermalisierer, der über Stunden über 0,1 Grad genau die Temperatur halten kann. Und so wird das Fleisch halt ganz konstant, sag ich mal, in einer relativ geringen Temperatur auf den Punkt gegart. Das heißt jetzt auch bei deinem bei deinem Ursprungfleisch, wenn ich das jetzt nur kurz anbrate, etwas dicker mir schneide, dann könnte ich das in dem Sous-Vide-Garer jetzt einfach auf 56, 58 Grad einstellen oder bei Schweinen wahrscheinlich noch ein bisschen höher. Ja. Und dann kann das da ganz entspannt. Was sind da die Vorteile, wenn ich das jetzt Sous-Vide ziehe und dann einfach ins Wasser lege? Erstmal ist das die Garmethode mit dem geringsten Garverlust. Mhm. Ja, das ist schon mal das Erste. Und dann ist es eine sehr hygienische Garmethode. Mhm. So wird zum Beispiel in der Sterne-Gastronomie das auch so gemacht, wenn ein besonders gutes Fleischteil angeliefert wird, sage ich jetzt mal, ein Rinderrücken, ausgelistetes Rostbeef vom Wagyu-Rind, welches mehrere hundert Euro kostet und wo man halt ja auch erstmal die richtigen Tischgäste ansprechen muss, um das dann auch zu verkaufen. Dann ist das so oft so, dass das Fleisch pariert wird, also von Fett und Sehnen befreit, dann wird es portioniert, wird einzelne Portionen in diese geeigneten Beutel vakuumiert, dann wird das gegart und dann kann man das über mehrere Tage, gar Wochen im Kühlhaus lagern im Endeffekt, weil es ist verschlossen, es ist unter Vakuum, es kommt nichts mehr rein, es kann nichts raus. Und, super und sauber, weil es ja mega hygienisch. Ja. Und wenn der Service losgeht und der Bon kommt, Wagyu Rostbeef, dann wissen Sie ganz genau, nochmal bei 55 Grad, den Beutel nochmal 20 Minuten. Ja. Und dann Rückwärtsgarn, ne, das dürfen wir jetzt nicht vergessen, den Schritt, wenn das dann wirklich auf den Punkt gegart ist. Also bei Rindfleisch sagen wir so zwischen 54 und 56 Grad wird es dann gegart. Und dann wird das Vakuum zerstört, also wird der Beutel aufgeschnitten, dann wird das Fleisch trocken getupft und dann wird das nochmal auf dem Grill oder in der Pfanne in geklärter Butter nochmal nachgebraten. Wollte ich gerade sagen, und dann kommen die Röstaromen. Das ist die andere Variante, Rohvakuum. Ja, genau. Ne, mit Gewürzen, ich weiß nicht, Rosmarin, Thymian, Knoblauch, was man halt. Genau, was halt nicht verbrennen darf, und nicht verbrennen kann. Genau. Und dann kurz bevor es dann den richtigen Punkt erreicht hat, küsst es noch einmal die Pfanne. Genau, um die Röstaromen zu erhalten. Ne? Also dann macht man im Prinzip wenn es desto brauner es wird, desto schöner sind die Röstaromen und desto schmackhafter ist es einfach. Hört sich gut an. Also beide Varianten in beiden Richtungen. Und für mich der größte Vorteil bei der Sous-Vide-Garung ist, dass man aus Fleischteilen, die sonst zum Kurzbraten nicht geeignet sind, auf Filetniveau pimpen kann. Also wir machen es in der Kochschule zum Beispiel ganz oft so, dass wir einen Kalbstafelspitz 4 Stunden bei 55 Grad garen im Sous-Vide und dann wird er danach angebraten und wird dann in Tranchen geschnitten und das ist wirklich
super, super zart und also wirklich Filet-Niveau. Mhm. Lass uns nochmal auf die technischen Voraussetzungen eingehen. Also einmal gibt es die Möglichkeit, wenn man zu Hause diesen Ofen hat, auf Dampf einzustellen, dass man genau die Temperatur da timen kann. Genau. Und eigentlich, wenn wir von Point Zero ausgehen, wir brauchen erstmal die geeigneten Tüten, mhm. Also diese Folienbeutel. Mhm. Dann braucht man ein Vakuumiergerät. Das ist ganz wichtig, weil ich halt ein Vakuum brauche. Ja. Und dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Also eigentlich gibt es sogar vier. Also ich kann das in dem Topf machen mit dem Wasser und dem Sous-Vide-Stick. Ja, so dann, wie ich das zu Hause. So wie du es zu Hause machst. Ja. Dann kannst du das machen in so einem Thermalisierer, so wie ich es mache. Mhm. Dann kannst du es machen in einem Küchengerät. Also die Profis machen das halt im Kombidampfer. Mhm. Für zu Hause sind das dann halt auch, gibt es von verschiedenen Herstellern ja. auch so eine Dampfgarer. Ja. Und dann gibt es auch, also ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber ich weiß, Kollegen machen das in der Geschirrspülmaschine. Wirklich? Ja. Es gibt eine Geschirrspülmaschine hat halt verschiedene Programme und somit auch verschiedene Temperaturen, das steht ja immer dran. Ja. Und so ein Programm, die geht dann 2 bis 3 Stunden. Ja. Und wenn das Fleisch unter Vakuum ist und wenn man nichts anderes reinmacht, also man muss ja keinen Tab dann dazu machen und kein dreckiges Geschirr dazustellen, ja. aber dann ist es halt ja auch eine feuchte Hitze im Endeffekt ja. und das soll auch wirklich funktionieren. Ich weiß nicht, ob ich diesen Tipp jetzt mit nach Hamburg nehme und das mal ausprobiere, aber auf jeden Fall fehlt ja zu deinem Burger oder dein Burger ist ja noch ein bisschen nackig. Ja. Ne? Und genau dafür brauchen wir noch einen speziellen Sauerteig-Bun und darüber würde ich gerne mit unseren Zuschauern gerne schnacken. Und zwar haben wir unseren Partner Aetna eingeladen und da würde ich gerne den Hendrik zu uns bitten. Oh, Hendrik hat sogar schon was dabei. Ha? Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ich hier sein darf. Hendrik, moin. Moin, grüß dich. Komm in unsere goldene Mitte. Mache ich, danke. Ja, was hast du uns denn da mitgebracht? Ich habe jetzt in dem Fall einfach auch schon mal fertig belegte Burger mitgebracht. Und zwar, wir sind ja der Spezialist für Burger Buns, also Burgerbrötchen zu Deutsch. Und demzufolge habe ich jetzt einfach mal eins von unseren vielen Produkten, ich kann das auch hier vorne abstellen, muss jetzt die Töpfe hier nicht beiseite räumen, eins von unseren vielen Burgerbrötchen einfach mal so als verschiedene belegte Varianten mitgebracht. Wir haben verschiedene Größen im Sortiment. Ja. Ich glaube, das sieht man so auf den ersten Blick schon mal ja, ganz gut. Ja, also es sieht richtig und, schön aus. Ja, Aetna ist einfach der Marktführer, wenn es um kreative, um innovative und vor allem um, ich sag mal wirklich qualitativ hochwertige Burgerbrötchen geht. Wahnsinn. Also wirklich von klein bis groß, bunten Farben, also das sieht genau. wirklich... Genau, also ist wirklich auch alles schön selektiert. Wir haben hier in dem Fall die kleine Party-Burger, das ist eine Mischkiste, ja, ansonsten sind die Sortenreihen. Sortenreihen, kleine Abpackungsgrößen und das ist nachher wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. 4 Inch, also 10 Zentimeter, finde ich persönlich so eine richtig tolle... Das ist der hintere. Die hinteren drei, das sind jetzt die 4 Inch, genau. Und wenn es denn gerne mal ein bisschen größer sein darf, gerade Takeaway-Bereich oder die Großverpflegung, da sind natürlich auch verschiedene Bereiche mit gemeint, angefangen von der Fleischerei über die Bäckereien bis nachher zum Catering. Da ist wirklich ganz, ganz viel Spielraum. Da haben wir die 12 Zentimeter, 100 Gramm Brotgewicht. Ja. Weißt du, da ist richtig was los, sage ich mal. Wenn ich da natürlich mit einem vernünftigen Konzept dem Belag auch, ich sag mal, gestalte, dass ich das halt wirklich auch vom Baukastenprinzip her so aufbaue, dass das nachher essbar ist. Ich finde ja nichts schlimmer als ein Burger, der nachher zwar optisch schön aussieht, aber wo dann nachher die Hälfte bei rausfällt und deswegen vernünftige Anrichteweise, ein bisschen durchdacht beim Konzept und vor allem natürlich das Handling. Ja, wir sind da beim Handling wirklich, ich sag mal, denkbar einfach. Ich kann das ganz kurz einmal zeigen, ja, gerne. Also wenn du Zeit hast. Ne? Du, ein bisschen Zeit haben wir noch. Schau mal, in dem Fall, das ist jetzt ein ganz neuer Burger. Ja. Brezel Brioche. Ja, sieht auf den ersten Blick aus wie Lauge. Ja, er ist gelaugt und zwar auf Basis von der Brezel-Lauge. Ja, pass mal auf. Und den kann man aufreißen. Ja, ich bin quasi der Aufreißer vom Dienst. Demzufolge, wir nennen das Aetna-Drehmoment. Ja, du kannst ihn so leicht aufdrehen. Und innen drinnen haben wir in dem Fall also wirklich einen Brioche-Teig. Ja. In dem Fall wirklich mit echter Butter. Man muss das heutzutage ja alles auch so ein bisschen wieder betonen. Früher war das der Klassiker, dass Brioche mit Butter gebacken ist. Mhm. Heute darf man das wieder betonen. Das heißt, wir sind in dem Fall wirklich bei der deutschen Backkultur und bei dem Niveau der deutschen Backkultur in dem Fall halt mit einem französisch angehauchten Rezept und haben jetzt hier den Bavarian-Style wieder mit drin, also diesen Brezel-Style und das in dem Fall außen leicht salzig, innen drinne leicht süßlich und wirklich eine ganz fluffige Konsistenz und eine lange Lagerfähigkeit. Ja, das heißt, eure Burger sind schon, oder die Buns sind schon komplett vorgeschnitten. Die sind TK, trocknen nicht aus? Oder? Die trocknen nicht aus. Konkrete Bezeichnung bei unseren Burgerartikeln wäre FF Brezel Brioche. FF ist bei Aetna die Abkürzung. Ja. Ja, heißt also fix und fertig gebacken. Ja. Und die sind auch fix und fertig geschnitten. Das heißt, die hängen an einem kleinen Teigsteg zusammen. Und dieser kleine Teigsteg, das kann ich gerne nochmal zeigen. Ich habe ja noch ein bisschen was vorbereitet.
dieser kleine Teigsteg, der sorgt dafür, dass du also auch den richtigen Deckel zum richtigen Unterteil hast. Wir kennen das alle. Ich meine, du bist vom Fach, ich bin vom Fach. Wir kennen das alle, machst den Karton auf und alles liegt kreuz und quer. Bei uns ist das quasi miteinander verbunden. Also die sind noch geschlossen, aber schon angeschrieben. Richtig, 2-3 Millimeter Teigsteg. Ja. Und demzufolge, Ätna Drehmoment. Einmal aufgerissen und du kannst sofort anfangen mit dem Belegen. Ja, das können wir quasi auch, ich sag mal, unfachmännisch in der Luft machen. Wir brauchen keinen riesigen Arbeitsplatz mehr, wir brauchen kein scharfes Messer mehr, kein Verbandskasten in greifbarer Nähe. Ja. Und demzufolge hast du wirklich minimalen Aufwand und halt auch wirklich das Credo auf hochwertige Zutaten. Wir reden da über 100% natural und das 100% natural, was bedeutet das? Das ist ganz wichtig, denn es ist in den Artikeln ist das drin, was reingehört. Und zwar Mehl, wir haben Salz, wir haben Gewürze, je nachdem, welches Brot das sein soll. Aber wir haben keine künstlichen Zusatzstoffe. Wir haben in dem Fall keine Farbstoffe, wir haben keine Konservierungs-Haltbarmachungsmittel, sondern wirklich die Backkultur, wie wir sie von der Pike auf ursprünglich mal gelernt haben. Cool. Der Trend geht ja auch einfach in Richtung vegan. Das haben wir hier durch Marketa schon gesehen. Wie hat Ätna sich denn darauf vorbereitet, auf die veganen Produkte? Vegan. Ich meine, ein klassisches Brot ist vegan und demzufolge sind auch fast alle unsere Burgerprodukte sind vegan von der Rezeptur her. Und da haben wir also auch die Möglichkeit, von den veganen oder auch vegetarischen, flexitarischen Varianten zu profitieren. Das heißt, ich bin letztendlich bei fast allen, ich muss immer fast alle sagen, weil natürlich beim Brioche, es ist Butter mit drin, es ist Eigelb mit drin. Ich habe drüben einfach deswegen auch mal den Almburger mitgebracht. Der Almburger, ist das? Das ist ja mit Käse und auf Laugenbasis, aber mit der reichlichen Käsebestreuung, sage ich mal. Und der ist natürlich nicht vegan, versteht sich, aber alle anderen Burgerprodukte sind von der Brötchenrezeptur, sind die vegan. Das heißt, ich kann mich da auch wirklich sehr flexibel austoben, was die Belagvariante anbelangt. Cool. Ganz wichtig ist, dass das, was wir als Service auch noch on top mit anbieten, wir haben also nicht nur, ich sag mal in berlinerisch, die geilsten Burgerbrötchen, sondern wir haben halt auch wirklich ganz viele tolle Rezepte. Wir haben Belegvideos, findet man alles. Ich wollte sagen, das findet man bei euch auf der Homepage. www.etna.de und da sind ganz viele Rezepte. Das ist ja quasi das, was ich auch als Job mache. Rezeptentwicklung, Messemoderation wird momentan ein bisschen weniger, aber demzufolge dürfen wir ja hier online machen. Ne? welchen Burger, welchen haben wir denn für Thilo gleich? Hast du den jetzt auch schon hier oder? Den haben wir hinter uns. Das ist der Sauerteig-Burger. Ja. Ja, nennt sich dann auf Englisch Sourdough-Burger. Und in dem Fall auch wieder die klassische 5-Inch-Variante, 12 cm, fix und fertig geschnitten. Man sieht da oben rustikal. Wir haben ja als Basis einen Ciabatta-Teig. Ja? Und das sieht man hier wunderbar. Der ist auch nicht so maschinell. Der sieht nicht so High-Convenience aus, sondern der hat immer noch so irgendwo diesen Handmade-Faktor. Und das zeichnet unter anderem halt auch Ätna als Familien-, als Traditionsunternehmen aus. Ich versuche jetzt einfach mal, so wie du das gerade gemacht hast. Denk an das Ätna-Drehmoment. Ich mache jetzt das Ätna-Drehmoment für dich. Also einmal Knick, so ein bisschen drehen. Alter Schwede. Dennis, ich bin begeistert. Also, kann ich bei euch anfangen? Oder? Vor allem, schön gerade hast du es gemacht. Ich meine, wir kennen es alle, wenn du selber schneiden musst, der eine kann es, der andere nicht so richtig. Mal schief, mal, da hast du Verlust, da hast du Schwund. Ja. Wir reden über Warenwertschöpfungsprozesse. Ja? Und das ist natürlich sowohl beim Belag als nachher beim Topping. Aber natürlich fängt das eigentlich beim Burgerbrötchen an. Meine Einstellung ist nach wie vor, dass das Burgerbrötchen, nicht weil ich von Ätna komme, sondern ganz ehrlich, das Burgerbrötchen ist eigentlich der Hauptdarsteller in meinen Augen, der momentan aber noch sehr, sehr wenig, ich sag mal, den Fokus bekommt in den Speisekarten, in den Auslagevitrinen. Denn oftmals steht drauf, tolles Fleisch hier handgezupft und sous vide gegart. Und da wird eine Geschichte drum gemacht, aber da steht manchmal gar nicht drin, in welchem Brötchen das serviert wird. Mhm. Ja, und wir haben eigentlich so den Fokus. Ich meine, was ist denn das Erste, wenn du einen Burger siehst? Ist auf jeden Fall das Band von oben. Theoretisch, ne? Das Band von oben. Genau. Was ist denn immer in doppelter Variante auf einem Burger vorhanden? Das ist auch das Bun, weil das hast du oben und unten. Was hast du zuerst in der Hand, wenn du einen Burger isst mit der Hand? Das ist auch euer Bun. Verstehst du? Also es ist quasi nicht so zu vernachlässigen, wie es in der letzten Zeit gemacht worden ist, sondern das Burger-Bun spielt eine relativ große Rolle beim Burger. Und demzufolge bin ich auch ganz klar der Meinung, wenn ich ein leckeres, ein geschmackvolles, ein saftiges Burger-Bun habe, dann muss ich da nicht mit einem halben Kilo irgendwelchen super Toppings und Soßen und ich sag mal unendlich viel Waren einsatz. Na,
aber der Tilo hat sich jetzt so viel Mühe gegeben. Das mag ich, weißt du, das ist ja Berufsehre. Wir wollen uns ja nicht schlecht reden, sondern das geht natürlich nachher um die Vollendung. Ja. Wir brauchen gute Grundzutaten und was ich gerne zeigen möchte, auch mit meinen Beispielburgern, ist, dass ich mit wenigen Handgriffen kreative Rezepte umsetzen kann, dass ich auch mit ein, zwei anderen Handgriffen komplett anderen Burger draus machen kann. Das heißt, ich bin sehr flexibel. Ja, ich verkaufe ja auch sehr viele von den Buns und finde irgendwie, oder ganz viele Kunden von mir fragen immer nach dem Black Burger Bun, den du da vorne hast. Den habe ich jetzt in klein, genau. Den hast du jetzt in klein dabei. Was ist das, was du als gelernter Koch als allererstes denkst, wenn du an Schwarz siehst? Also wenn du das Schwarze siehst, da denkst du ja wahrscheinlich an diese Sepia-Tinte, oder? Ja, also Sepia. Das ist so der Klassiker. Genauso wie beim Roten mit Rote Beete? Oder? Genau. Und wir haben es aber nicht mit Sepia eingefärbt. Das ist der Clou an der Sache. Wir wollten es geschmacksneutral einfärben. Mhm. Wir wollten es kostenoptimiert einfärben. Und in dem Fall haben wir das mit pflanzlicher Asche, mit Aktivkohle quasi, also mit geköhlerter Kokosnuss. Können wir den mal runterholen? Na, klar, können wir den runterholen. Ja, der ist ja nicht festgeklebt. So. Da freut sich jeder Veganer, dass man dafür die Sepia nicht melken muss. Richtig. Und vor allem ist das jetzt in dem Fall, ich sag mal auch noch, du hast diesen Gesundheitsaspekt. Ja? Aktivkohle ist gesundheitsfördernd. Das ist jetzt nicht unbedingt der Grund, aber es ist also definitiv halt eine ganz tolle, vegane, geschmacksneutrale Einfärbungsmethodik. Genauso wie bei dem Roten. Der nennt sich dann in Rot ist es halt der Red Party Burger, aber der Große, der hat einen ganz geilen Namen, der nennt sich Red Love Burger, den haben wir also auch in dieser 5-Inch-Größe. Ja. Schön zum Thema dann Valentinstag und so weiter und so fort, aber der ist eingefärbt mit roter Beete und einem kleinen Hauch Paprika, also auch wieder ganz pflanzlich und der gelbe, leuchtend gelb mit Kurkuma. Ja, wenn du den aufmachst, da denkst du, Kurkuma, der Sonnenschein ist super gesund, also definitiv, ich mein, das ist und intensiv von der Farbe her. Ja. Und das ergänzt sich nachher wirklich wunderbar mit den Burger-Rezepten, also mit den Belagsvarianten, die man draus machen kann. Darf ich den wieder wegstellen oder magst du ihn probieren? Darfst du erstmal wieder wegstellen. Den probieren wir nachher. Ne? Was ist denn dein Lieblingsburger? Das ist halt natürlich die Frage, wo bin ich gerade und was mag ich irgendwo damit machen? Aber der OMG-Burger, ich meine, Aetna ist bekannt dafür, dass wir also auch, ich sag mal, kreative Namen haben. Ja? Nicht nur kreative Rezeptideen. Merke ich schon. OMG-Burger, also quasi ausgeschrieben, oh mein Gott. Ja? Oh mein Gott, das ist mein Spruch, weißt du das? Das war unser Chef sein Spruch, als er die erste Testpackung gemacht hat im Werk. Und er macht diesen Ofen auf, der hat nämlich einen ganz krassen Geruch. Der riecht so tendenziell so ein bisschen Popcorn-mäßig. Denn obendrauf ist diese Würzpaste, auch auf Basis von Maisgrieß. Das gibt der Ganzen so ein bisschen Struktur und Haptik. Und wo wir bei Haptik gerade sind, Haptik ist natürlich ganz wichtig, wenn du einen Burger mit der Hand isst oder einen Burger to go, das ist natürlich prädestiniert dafür. Ja. Dann hast du natürlich ein Riesenthema, dass das Burgerbrötchen in den meisten Fällen in der Vergangenheit nicht stabil genug war. Kennen wir alle, du weißt, was ich meine. Und da haben wir jetzt halt durch diese Ciabatta-ähnliche Struktur und durch diese Haptik haben wir ganz einfach ein tolles Mundgefühl, aber wir können ihn auch wirklich mit den Händen essen. Und das ist natürlich dann die Vollendung. Und cool. OMG ist halt mit dieser Würzpaste bei uns im Werk quasi vor dem Backen bestrichen. Okay. Und dadurch bräunt er so ein bisschen ungleichmäßig, sieht so ein bisschen aus, dass er so oben eine schöne Strukturierung und Marmorierung hat und halt knusprig, genau, und ungleichmäßig. Und genauso wie ich den da vorne habe, nur ohne Belag, liefern wir den tiefgefroren. 20 Stück im Karton. Das heißt, ich tau den einfach, ich weiß nicht, eine Stunde auf und ist er ready? Oder das ist die Frage, welche Raumtemperatur, wenn es mal schnell gehen muss. Du bist im Alakart. In der Küche ist es heiß. Du hast also wirklich den Vorteil, du kannst sie entweder über Nacht einfach ins Kühlhaus legen. Okay. Das ist der einfachste Weg. Lässt sich natürlich nie so hundertprozentig, ich sag mal, im Voraus kalkulieren. Das heißt, wenn du dann in der Bedouille bist und du brauchst jetzt noch mal schnell 50 Burger oder 100 Burger, dann legst du die auf GM-Bleche, machst du 3 Minuten 120 in Kombidämpfer und dann hast du da also auch ganz fix ein aufgetautes Produkt, was du sofort verarbeiten kannst. Ansonsten ist die Haltbarkeit aufgrund dieses Teigsteges, was ich dir vorhin gezeigt habe, du hast ohne Probleme 3 Tage in der Kühlung die Haltbarkeit. Okay. Denn der Clou an der Sache ist, wir liefern es in Karton, versteht sich. Ja. Aber 20 Stück davon im Karton. Das heißt, 20 Stück kleine Kartonagengrößen, aber wir haben den großen Vorteil, dass die in Schlauchbeutel nochmal luftdicht verschweißt sind und demzufolge hast du kein Austrocknen, kein gar nichts. Ja, auch der fertig belegte Burger. Man kann ja gerade, wenn es um Großverpflegung geht oder um Mensen, um Schulkantinen, wie auch immer, du kannst die Burger auch im kalten Zustand in der richtigen Reihenfolge auch fertig belegen und quasi im Nachhinein regenerieren. Machst von mir aus nochmal einen Deckel drauf, ein Blatt Salat drauf. Also da lässt sich wirklich ganz viel, ich sag mal, auch revolutionieren, was das Anrichten und das Handling anbelangt. Ja. Möchtest du unseren Zuschauern noch irgendwas empfehlen, was sie auf jeden Fall bei euch mal probieren sollen? Also definitiv die farblichen Varianten. Ich
merke das, egal ob ich im Event-Catering-Bereich oder ich sag mal auch Thema in der Schulverpflegung, das ist einfach, das ist ein Gag. Ja, das sieht optisch natürlich sehr, sehr hochwertig aus. Das hebt auch den Gastronomen ab von dem Kommerz, von der Menge. Mhm. Und demzufolge definitiv die bunten sollte man mal probiert haben. Ansonsten mein persönlicher Favorit. Wir haben gerade viel über den OMG gesprochen. Mhm. Wenn es gesünder werden darf, haben wir zum Beispiel den Multigrain, also mehr Korn, den, auch alles im Teig mit drin. Den hast du sogar veggie gemacht? Den habe ich veggie gemacht. Ja. Und zwar vegan. Grillgemüse, ein bisschen Avocado und Rucola mit drauf, eine schöne Salatcreme auf veganer Mayo-Basis. Ja. Und ja, wie gesagt, was man raufmachen möchte, ist definitiv jedem selbst überlassen. Ja. Aber wenige Handgriffe und dadurch halt einfach ein hochwertiges Produkt mit einer richtig guten Warenwertschöpfung. Mega. Ja? Ich glaube, Hendrik, wir werden deinen Burger-Bun gleich super in Szene setzen. Ich danke dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke auch. Schnacken. Es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Danke. Und wir sehen uns. Viel Spaß bei deinem Sauerteig-Burger. Ja? Ich freue mich drauf. Vielen Dank. Bevor, Thilo, bevor du hier gleich mit dem Anrichten anfängst, wandere ich erstmal einmal zurück zu Marketa. Mhm. Du hast uns noch eine kleine süße Überraschung mitgebracht, die vor allem unsere Empfänger der veganen Genussbox mehr erfahren wollen. Genau. Also, was darum, hast du denn? Darum geht es ja. Wir haben hier für unsere Zuschauer so Genussbox zusammengestellt aus unserem Natura und Quality Sortiment. Ne? Ja. Hier auf der Rückseite der Karte, die auch in diesem Genussbox vorhanden ist, da ist auch die Rezeptur dazu. Mhm. Und das möchte ich jetzt schnell zeigen, wie man diese schnelle vegane Nachspeise herstellen kann. Gerne. Also das ist so zwei Komponenten Nachspeise. Die eine Komponente ist Granola, die ist knusprig und kommt obendrauf. Ja. Also da nehme ich ein bisschen von unseren Kokoschips. Ja. Kokoschips. Kokoschips, genau. Die sind nicht so fein wie Raspel. Okay. Deswegen machen die da schöne Struktur in diese Granola. Natura Haferflocken. Mhm. Ja, also wenn du gesund leben möchtest, kommst du an Haferflocken nicht vorbei. Ja. Das ist einer der wertvollsten Getreidesorten, die wir haben. Nicht umsonst gibt man das den Pferden, dass die stark sind. Weißt du, das ist wirklich Kraftfutter auch für Sportler richtig wichtig. So als das vermischst du gleich alles? In das, genau. Ja. Kürbiskerne dazu, die geben auch schön Crunch. Ja. Und ich mache da jetzt Reissüße dazu. Nicht wenig, aber da muss ich nicht so viel aufpassen, weil Reissüße ist von Beschaffenheit nicht so penetrant süß wie manche andere Alternativen und hat auch noch dazu einen Vorteil. Das ist fruktosearm. Also auch Leute, die Fruktose nicht vertragen, können wunderbar zum Beispiel hier auf diese Art eigenes Müsli herstellen. Ja. Das geht jetzt wahrscheinlich gleich nochmal in den Ofen, oder? Ja. Ja. Aber du weißt ja, wir haben da schon was vorbereitet. Ja, klar. Ja, klar. So. Aber ich wollte es zeigen, so wie das ist, so vermischt, geht es direkt aus der Schüssel. Das ist wahrscheinlich dann auch der Crunch am Ende nochmal, oder? Crunchig, genau, das ist der Crunch. Ja. So ist es jetzt vorbereitet, sodass es in den Ofen geht. Mhm. So. Geht das jetzt auch in den Ofen? Oder? Ich lasse es einfach für später. Ich habe da nämlich schon was vorbereitet, weil das dauert 8 bis 10 Minuten bei 180 Grad, je nachdem, wie dein Ofen gut funktioniert. Ja. Und dann, wenn es gebacken ist. Wir haben da mal was vorbereitet. Ne? So sieht es aus. Kannst du schon ein bisschen rumnaschen, probieren, weil es ist wirklich sehr schön. Und die Creme dazu, also das, was unten drunter kommt, besteht aus Goji-Bären. Die sind natürlich, hochwertiges Superfood ist in unserem Genussbox natürlich auch. Was ist an diesen Goji-Bären so super? Das sind super teuer. Nee. Nein, das ist Quatsch. Die sind nicht umsonst Superfood. So sehen die aus, wenn sie aus der Packung kommen. Ja. Wenn du sie jetzt essen möchtest, würdest du sagen, ist ein bisschen hart. Ne? Okay, dann lassen wir das lieber. Aber du siehst ja, wie sich die Farbe entwickelt hat. Ja, super. Und das ist genau die Farbe, die auch für deine Gesundheit wichtig ist. Mhm. Also mein Tipp für die Zuschauer, esst bunte Sachen. Ja, weil die sind nicht umsonst bunt. Diese Stoffe sind auch für unsere Gesundheit wichtig. Ist mehr Power drin.
Genau. Also hier Goji-Beeren gelten zum Beispiel als super pflanzliche Blutverdünner. Ja. Ja? Und auch Leute mit Augenerkrankungen können Goji-Beeren ganz gut dafür nutzen. Ja. Unwahrscheinlich viel Vitamin C, unwahrscheinlich viel Vitamin E. Ja? Okay. So. Wenn ich das jetzt so eingeweicht habe in Orangensaft, entfaltet sich richtig die Farbe. Du wirst jetzt gleich sehen, was passiert, wenn das gemixt ist. Ja, das ist mein Schellenberg-Drehmoment. Ja, was kommt? Ja? So. Okay, das heißt, das wird jetzt gleich nochmal püriert. Das wird jetzt gleich püriert, aber nicht nur einfach so. Ich mache da ein bisschen Sour Cream von Firma Narman. Das ist ein neues Produkt, was man eben auch für die vegane Küche ganz gut nehmen kann, für Dips, für Baked Potatoes und sowas. Aber ich nehme es jetzt eben auch für die süße Variante, weil mir da die Konsistenz besonders gut gefällt. Ja, wie ist das eigentlich? Also ich meine, ich habe ja auch oder koche ja auch einige Desserts und eine Patisserie wird ja eigentlich immer mit Eiern, Sahne und Gelatine auch gearbeitet. Ja. Wie klappt das denn in der veganen Küche überhaupt so gut? Ausgezeichnet, wenn du weißt, wie das geht. Ja. Also Gelatine, da kannst du Agar-Agar verwenden, aber am besten in Kombination mit Stärke, weil Agar geliert einfach zu fest, wie Tortenguss. Und wenn du das aber mit Stärke verwendest, Maisstärke oder auch Kartoffelstärke funktioniert, Weizenstärke, dann kriegst du diese Cremigkeit. Da wird die Verbindung. Dann wird die Panna Cotta einfach nicht stichfest, sondern cremig. Genau, Beispiel, Panna Cotta. Genau. Ich würde sie immer mit, weiß nicht, 1 Liter, 6 Blatt Gelatine. Ja, genau, da nimmst du einfach 1 Gramm Agar. Ne? 1 Gramm? So, auf 1 Liter? Nee, 1 Liter, da brauchst du 6 Gramm Agar, aber dann geliert es schnittfest. Ah, okay. Und das willst du bei Panna Cotta nicht, du willst es mit Löffel essen. Ja. Ja, also das ist mein Tipp, wer vegan kocht, braucht eine sehr feine Waage, um auch die Agarmengen vernünftig zu bestimmen. Hier habe ich jetzt natürlich ganz klassischen normalen Zucker dazu gegeben, also nicht ganz normalen, das ist unser Rohrzucker. Ja. Wobei Zucker bleibt Zucker, also auch mit dem sollte jetzt, man jetzt wird es gleich laut, hast du mir schon verraten. Ja, genau. Ja, jetzt, die Tontechniker werden sich also jetzt sehr freuen. Alle Zuschauer zu Hause, einmal die Ohren zu halten gleich. Ja, das geht ja noch. Ja. Und jetzt schauen wir, wie sich die Farbe verändert. Ja. Schön. Das sieht gut aus. Okay, das ist also... Das ist also deine Grundbase und da drauf kommt der knusprige Part. Jetzt natürlich, wenn das gemixt ist, siehst du, es ist viel flüssiger. Meine Güte, was ist das für eine Farbe? Ja, das ist Wahnsinn. Ja, das ist Hammer. Richtig gut. Ja. Und wenn du das jetzt in die Gläser gibst und stellst in den Kühlschrank, dann wird es wieder fester, weil diese Frischkäse, beziehungsweise hier Sour Cream was da drin ist, wird wieder fester. Okay. Und auch die Goji-Beeren werden etwas so nachquellen und dadurch wird die ganze Nachspeise dann tatsächlich so, dass du sie perfekt mit Löffel essen kannst. Ja. Ja. Du lässt es jetzt im Glas oder? Ich lasse es jetzt so im Glas, ja. Aber wenn mir auch etwas übrig bleibt, könnte ich hier zum Beispiel jetzt ein paar Cashewkerne, die auch vorher im Wasser eingeweicht waren, kann ich dazugeben, nochmal nachmixen und dann nehme ich mir so eine Silikonform und gieße das einfach hier rein. Ja. Wie viele Stunden muss die Form in den Kühlschrank? Dass es fest wird, brauchst du schon so gut 3-4 Stunden. Okay. Ja? Und dann kannst du das nämlich sehr gut stürzen. Du kannst es auch aus der Form rausnehmen und in Behältern aufbewahren. Und wenn dann ein Veganer kommt und möchte eine Nachspeise, zack, voilà, wir haben da was vorbereitet. Ja. Also dann ist es wirklich eine richtig schöne, wunderbare Geschichte, die sich auch gut garnieren lässt. Deswegen nutze ich gerne auch diese Formen, weil sie so Aussparung haben. Ja. So, ich mache da jetzt ein bisschen von der Granola obendrauf. So. Ja. So, das heißt, du hast zwei Varianten. Einmal eine etwas flüssigere Variante mit dem Crunch drauf und hier würde man jetzt 3-4 Stunden in den Kühlschrank stellen. Und umklappen hast Eis. Und hat Goji-Beeren-Eis. 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 Und natürlich, da kannst du auch noch ein bisschen Farbtupfer draufgeben. Ja. Hier ein paar Blüten. Ja. Schön, sieht gut aus. Genau, das ist auch eine tolle Geschichte, auch für Kettering. Ja. Mhm. Und vegan, schnell gemacht. Wir haben es gesehen, wie schnell das geht. Also
empfehlenswert und auch sehr lecker. Ja. Ja, wunderbar. Also ein tolles Dessert. Vielen Dank für die Kreation. Wem das jetzt alles viel zu schnell ging, der findet das Rezept noch einmal in aller Ruhe auf unser Heftchen hier. Das haben Sie alle zu Hause. Auf der Rückseite sogar mit der Rezeptur. Genau, ja? Genau das. Wunderbar. Das haben wir fertig. Und dann geht es jetzt gleich zum großen Finale, zum Burger. Thilo? Sehr gerne. Du bist ja total entspannt. Ich habe gerade das tolle Dessert von Makita gesehen. Ich freue mich da total drauf. Wollen wir das nochmal im Fix probieren? Das würde ich total gerne tun, ja. Dürfen wir? Ja, natürlich. Ja. 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 Für euch immer. Ja, bevor wir jetzt gleich den Burger anrichten? Bevor man sich da mit Fleisch begnügt, kann man erstmal was Anständiges machen. Na gut, dass ich dazwischen stehe. Ja? Nein, das ist unter Freunden. Wir können jetzt noch was Freches sagen, aber ich mache es nicht. Doch, hau raus, wir sind hier ganz unter uns. Mm. Wow. Schon ein bisschen sweet, ne? Also, ja. Mhm. Schmeckt genauso gut, wie es aussieht. Bitte? Schmeckt genauso gut? Mhm. Also, genauso gut, wie es aussieht. Ich mag das halt, wenn obendrauf noch mal ein bisschen Crunch ist. Ne? Crunch gehört immer dazu, überall, ob das jetzt was Frittiertes ist oder was Gebackenes. Also das finde ich super. Und hier ist es eben Crunch mit Mehrwert, weil das ist wirklich sehr hochwertig, auch von ernährungstechnischer Seite her. Mhm. Ne? Also Kürbiskerne, Haferflocken, alles super gesund. Ne? Mhm. Also wenn dir das dann übrig bleibt, machst du ja morgen in Müsli. Ja, genau. Ja. Und das ist ja auch lange haltbar. Ich meine, da passiert ja nichts mit, wenn man das jetzt umfüllt oder so. Genau. Wunderbar. So, wir machen gleich hier den Herd an. Ja. So, in Richtung Burger. Ich habe jetzt ein bisschen Bock auf Fleisch. Ich fand es total super, dass du eben gesagt hast, du magst es total gerne, wenn oben so ein Crunch drauf ist. Dann habe ich ja genau das Richtige heute vorbereitet. Ja? Ja. Hast du da auch mal was vorbereitet? Ja, ich habe mal was vorbereitet. Gut. Da bin ich jetzt gespannt. Wir haben jetzt ja einiges an Veggie und Vegan probiert und jetzt kommen wir mal zum Ursprung, zum Pulled Pork. Also ein saftiges Pulled Pork, genau. Ja. Jetzt habe ich ja hier das Sauerteigband. Mhm. Okay, deine Creme, dein Dip nimmst du sowohl in die Füllung für das Fleisch als auch nochmal für die Grundbase. Genau, das ist, ich finde auch, dass es nicht zu viel Aromen braucht für so einen Burger. Ja. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe ja hier das ganze kleingeschnittene Gemüse drin. Mhm. Das war das, was wir am Anfang im ersten Part ja, was du da gebrutzelt hast. Genau, was ich da angeschwitzt habe, die ganzen Gemüsebonnoirs, Staudensellerie, Schalotten, Paprika. So, jetzt gebe ich von dem Fleisch was drauf. Oh. Sehr schön. Das sieht, oder machst du auch schon gut? Okay, das ist jetzt auch der größte Bann, das war 12 cm, glaube ich. Genau, 5 Inch. Ja. Das habe ich auch gerade gelernt. Deine Rosenkohlblätter. Genau, ich habe jetzt hier so mehrere Varianten drin. Also ich habe jetzt hier noch diese tollen neuen Tomaten, Natura-Tomaten, bisschen Bacon. Ja. Und dann können wir hier noch ein bisschen die grünen Blätter so rumgeben, geben, dass wir so ein herbstliches Finish haben im Endeffekt. Wunderbar. Das war das Ziel. Den Deckel. So, und dann habe ich jetzt dein Crunch, ja, das ist jetzt die geröstete Schweineschwarte. Ja. Die kann man ja locker auch mal so probieren, oder? Ja, gerne. Maketa, möchtest du auch die Schwarte probieren? Ach ja, das tue ich perfekt genug. Das, ja, das ist aber cool. Ne? Ja klar, also schmeckt gut. Mhm. Ja, also so grammeln, das ist immer lecker. So, und dann habe ich einfach auf die Oberhälfte so ein bisschen Cheddar draufgegeben, habe den nochmal ganz kurz aufgebacken. Dass wir noch so eine kleine Käsevariante haben. Mei, das sieht richtig lecker aus. Wollen wir den anschneiden, oder? Wenn du magst. Ja. Sehr gerne. Ich darf mir das einmal so zeigen. Alter Schwede, sieht richtig gut aus. Müssen unsere Zuschauer, wenn sie das jetzt nachkochen, nochmal auf irgendwas Spezielles achten bei der Zubereitung? Gibt es irgendwas, wo man wirklich sagt, okay, das ist ein bisschen tricksy, da muss man nochmal drauf gucken? Eigentlich ist es ja total einfach, so wie wir es vorhin besprochen haben. Ja. Wichtig ist ein gutes Fleisch, man muss dem Ganzen Zeit geben, also es dauert halt diese Stunden, die es dann braucht und dann hat man halt ein tolles Ergebnis. Also Zeit ist wichtig, ne? Weil da bin ich immer so ein bisschen, ich will dann immer schnell, dass alles fertig wird, aber ruhig einfach ganz entspannt und ein bisschen mehr Ruhe. Okay, jetzt schneidest du ihn doch an. Jetzt sieht man ja auch nochmal, wie schön fluffig von Edna das Brötchen ist. Das, So, ich stelle ihn mal rauf. Ja. Und wenn du möchtest, kannst du gerne zugreifen. Ja, mal probieren, ob es okay ist. Ich glaube, wir halten das jetzt nochmal so in die Kamera. Jetzt sieht man wirklich richtig schön fluffig, tolles Fleisch. Also es gefällt mir richtig gut. Sieht sehr, sehr lecker aus. Ja, ihr beiden, da habt ihr wirklich was gezaubert. Die vegane Richtung, da haben wir einen schönen Pulled Pork, Burger, Ursprungware. Vielen, vielen Dank, war wirklich lecker. Gibt es noch irgendwas, was du noch loswerden möchtest, Marketa?
Ja, die ganzen Reste sollte jemand aufessen. Ja? Also das ist immer so, so schade, wenn zu viel in der Küche übrig bleibt. Mhm. Also da werden wir jetzt schauen, dass wir nicht verschwenden, mhm. weil das ist das nächste große Thema der Zukunft, mhm. Dass wir unsere, unseren Konsum auch in diese Richtung überdenken, dass wir ein bisschen auf die Produkte achten, die übrig bleiben, dass wir daraus etwas Sinnvolles noch zaubern oder dass es einfach dann weggegessen wird. Ja, perfekt. Ja. Super. Also ich danke euch beiden für die tollen Rezepte. Ich glaube, ich werde das ein oder andere Gericht auch mal ausprobieren. Also auf den Burger habe ich Lust und das Dessert war wirklich auch grandios. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir mal bei Doro, ob Doro überhaupt mit solchen spannenden und coolen Gerichten mithalten kann. Doro, wie sieht das denn drüben bei dir aus? Also bitte, was ist das denn für eine Frage, ob ich mithalten kann mit so leckeren Gerichten? Auf diese tollen Hauptgerichte, die ihr da gerade gezeigt habt, haben wir jetzt das perfekte, ich höre ihn hier, den perfekten Abschluss, nämlich ein tolles Dessert, das wir Ihnen sehr, sehr gerne vorstellen möchten. Und ich freue mich jetzt auf Matthias und Lalo von Milram. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo Doro. Es sieht schon so fantastisch aus. Was für den hohlen Zahn, für alle, die gerne süße Sachen lieben. Ich erzähle mich dazu. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Wollt ihr euch einmal ganz kurz vorstellen? Gerne. Ja, ich bin der Lalo und bin bei Milram Food Service als Fachberater unterwegs und betreue die Kunden und bespreche mit den Konzepten und Ideen und ja, versuche dann auch unsere Produkte dort zu platzieren, wo es richtig ist und ja, das Lalo, ist so meine schön, Aufgabe. Dass du da bist und dass du uns so viele süße, tolle Sachen mitgebracht hast. Gerne. Ja, Matthias. Ich bin Matthias Baden und bin langjähriger verantwortlicher Key Account Manager für die Transgourmet entsprechend verantwortlich. Und du kommst nicht aus Baden, sondern aus Norddeutschland? Genau, ich bin waschechter Norddeutschler, wohne zwischen Hamburg und Bremen und das ja, hört man da auch ein bisschen dann halt. Ne? Das ist schön. Und heute mit leckeren Süßigkeiten nach Hölle gereist, genau gesagt ja, gestern. Genau. Und jetzt wollt ihr uns sehr gerne einmal eure Produkte präsentieren. Was habt ihr denn mitgebracht? Ja, wir haben einmal den veganen Pudding mitgebracht und einmal das Reisdessert, alles auf Haferbasis. Mhm. Ja, und dann haben wir uns gedacht, wir haben das schon mal vorportioniert und werden das gleich ausdekorieren, damit wir auch zeigen können, wie das leicht und handlich geht. Mhm. Dann würde ich sagen, steigen wir mal ein und ich möchte natürlich noch mehr erfahren. Ich möchte probieren, ich möchte mehr erfahren, ich möchte wissen, was genau dahinter steckt. Jetzt ist Milram ja bekannt als Molkerei. Mich würde interessieren, warum ihr gesagt habt, ja Mensch, jetzt wollen wir doch plant-based auch mitspielen. Warum habt ihr euch dazu entschieden und warum ist es gerade Hafer geworden? Genau, also zum einen, wir entwickeln ja gerade der Ernährungssektor ist im Moment, hört sich vielleicht ein bisschen pathetisch an, in einer Transformationsphase und die Verbrauchergewohnheiten und auch die Gewohnheiten der Gäste, die Ernährungsgewohnheiten ändern sich. Es wird eben, sage ich mal, bewusst auf tierische Lebensmittel letztendlich denn dann verzichtet und eben vermehrt dann zu pflanzlichen Produkten letztendlich denn dann gegriffen. So. Mhm. Und dem können wir uns letztendlich als größte deutsche Molkerei nicht verschließen. Wir gehen davon aus, dass der Trend weiter ein Trend, nicht nur ein Trend bleibt, sondern sich etabliert am Markt letztendlich. Und diese Veränderungen sind natürlich nicht nur geschmacklich, sondern eben auch aus der aus dem Inneren heraus bei den Gästen. Man möchte bewusst eben auf tierische Produkte letztendlich zu verzichten, aufgrund des CO2-Abdruckes, aufgrund der Massentierhaltung, die natürlich ein negativ besetzt ist, oder eben auch letztendlich dann das Thema Tierwohl ist eins halt. Und deshalb haben wir uns als DMK und auch als Milram Food Service dazu entschieden eben, uns für das Thema Plant-Based aufzustellen und dieses wird eben auch in der zukünftigen Ausrichtung und Entwicklung neuer Produkte dann eine unserer Säulen letztendlich dann werden im Unternehmen halt. Mhm. Und ich glaube, du sagtest gerade, alle Produkte sind auf Haferbasis. Ich würde mich dafür interessieren, wie dieser Produktionsprozess aussah und auch die Entscheidung für Hafer. Es hat ja noch andere Möglichkeiten gegeben. Wie seid ihr da vorgegangen und warum ist es dann tatsächlich Hafer geworden? Und an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bitte schicken Sie uns Ihre Fragen. Die erscheinen hier bei mir auf dem Tablet und ich werde sie an Lalo und Matthias weitergeben. Also gerne alle Fragen, die Ihnen unter den Nägeln brennen, her zu uns nach Köln. Ich freue mich drauf. Ja, also es gibt ja letztendlich bereits viele pflanzliche Milchalternativen, insbesondere im flüssigen Bereich.
Wir haben mittlerweile, sage ich mal, über die Jahre uns ein sogenanntes Köche-Team aufgebaut. Und wir sind letztendlich dann tatsächlich vom Verwender, vom Koch hergekommen und haben eben diese mittlerweile 150 Köche befragt, was wollt ihr an letztendlich an Produkten auf pflanzlicher Basis, was braucht ihr dort? Und da hat man uns eben zurückgespielt, nicht, sage ich mal, die klassischen Milchalternativen, die es eben schon gibt, sondern setzt euch eben mit dem Thema Dessert auseinander. Mhm. Und hier eben insbesondere in dem Bereich Pudding. Der Bereich Pudding ist, sage ich mal, eines der größten Teilsegmente in dem übergeordneten Segment Dessert. Ja. Und deshalb haben wir uns für die Klassiker eben entschieden, die am beliebtesten sind. Und das ist eben letztendlich dann einmal ein Vanillepudding. Mhm. Auf Haferbasis und eben ein Schokobudding entsprechend auf Haferbasis. Das mag auch einfach jeder. Also komm mal mit Pudding um die Ecke. Ich glaube, keiner sagt, für mich heute nicht. Ich kriege hier zustimmendes Nicken vom gesamten Team. Ja, Pudding unbedingt. Und das war auch der Grund, Matthias, warum ihr euch als erste Kategorie für den Markteintritt eben Pudding ausgewählt habt? Ja. Okay, ja. Du dekorierst hier schon mal, Lalo. Das sieht fantastisch aus. Was hast du denn draufgepackt? Hier haben wir einmal Schoko und Vanille gemischt. Korrekt, dann haben wir einmal Vanille pur und dann haben wir das Reisdessert, so klassisch mit der Kirschgrütze und mit Apfelkompott. Und wir können dann auch das gerne auch mit Früchten dekorieren. Mm. Also der Vorteil ist bei diesen Produkten, dass sie natürlich servierfertig sind. Man kann es sofort einsetzen auch. Mhm. Die sind lange haltbar. Das heißt, es ist in einer 1-Kilo-Verpackung und es ist glutenfrei, laktosefrei, lange haltbar und gut einsetzbar. Also laktosefrei ist auch ein wichtiges Stichwort, glutenfrei genau. Ebenfalls, weil oft ist es so, dass die Süßis für diejenigen, die glutenfreie Produkte brauchen, immer so ein bisschen schwierig sind. Da wäre hier auf jeden Fall, wäre es auf jeden Fall kein Problem. Okay, Guck mal. Vielleicht noch mal ein Wort dazu, warum wir Hafer gewählt haben im Endeffekt dann halt. Letztendlich gibt es ja eben viele pflanzliche Alternativen. Ich nenne jetzt mal nur Mandelmilch. Es gibt Milchprodukte auf Reisbasis, auf Kokosbasis. Wir haben uns bewusst eben auf Sojabasis, nicht zuletzt gibt es sehr viel. Wir haben uns bewusst eben für Hafer entschieden, weil wir eben auch Hafer letztendlich hier in Deutschland anbauen können und im besten Fall eben letztendlich auch unsere Landwirte, die bisher eben unsere Milch geliefert haben, können eben zukünftig dann auch sich können dann eben auch eben Hafer anbauen halt, ne? Das natürlich Das wäre die optimale Lösung. Ja, eben, genau. Halt, ne? Das wäre wünschenswert, dass das so funktioniert. Okay. Noch mal kurz, du bist jetzt gerade hier schon mit Milchreis zugange, zum Pudding zu kommen. Den kann man nicht nur kalt essen, so wie hier jetzt gerade serviert wird, ne? Korrekt. Den kann man auch warm genießen auch. Also klassisch ist auch das Reisdessert. Man kann es klassisch mit erwärmen, dann mit Kirschgrütze, Zimt und Zucker. So wie man das kennt, auch warmstabil, hitzestabil. Super. Und man kann es auch ruhig im Bengmari halten und dann auch von dort aus auch portionieren. Okay, das Milram-Reis-Dessert, so ist ja der Name, ist auch auf Pflanzenbasis, haben wir gerade schon drüber gesprochen, und maximal individualisierbar, steht bei mir hier. Genau. Was genau steckt dahinter? Maximal individualisierbar heißt ja auch, man kann ja mit verschiedenen Früchten, Soßen, Gewürzen auch kombinieren und man kann zum Beispiel auch in der Betriebsgastronomie das einsetzen oder im Care-Bereich vielleicht. Man kann das auch in der Gemeinschaftsverpflegung einsetzen. Also das ist das damit gemeint, dass es vielseitig einsetzbar ist auch. Super. Und auch hier wieder kalt oder warm genießen, je nach Gusto. Genau. Was hast du da jetzt noch oben drauf gepackt, Lalo? Also wir haben ja ein bisschen Soße mit drauf gepackt, Waldbeersoße, dann einmal Passionsfrucht. Und dann haben wir ein paar Granatapfelkerne und ein paar Cracker dabei, die dürfen nicht fehlen. Popcorn zum Beispiel. Das ist auch eine super Idee. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Popcorn dazu, ja cool. Genau, das kann man ja beliebig garnieren und ausgarnieren. So hat der Koch in der Küche dann auch Zeit, sich das Wesentliche sich drum zu kümmern, nämlich um das Ausgarnieren. Wir stellen ihm die Produkte zur Verfügung, die sind fix und fertig. Da musste sich keiner Gedanken machen und einfach sich nur konzentrieren, um das
ausgarnieren. Ne? Also und wir haben ja das Glück hier, Lalo und Matthias, genau, dass wir eigentlich eine Premiere feiern. Ne? Also dass wir das so richtig, ja, das dass ihr das so richtig vorstellt und über eure neuen Plant-Based-Produkte erzählt, ist ja eine Premiere hier bei uns in Köln. Wir sind sehr stolz, genau, wir freuen uns. Ja, denn wir haben aktuell eben hier nur sogenannte Dummies. Mhm. Diese Dummies waren im Oktober schon auf der Anuga, mhm, und haben heute den Weg wieder nach Köln gefunden. Und wir freuen uns, die heute eben, sage ich mal, als Neuprodukt dann zu präsentieren. Wir werden die Produkte Ende Dezember produzieren und ab 1. Januar dann sind sie eben in der Auslieferung. Also hier muss noch ein bisschen gewartet werden. Mhm. Aber ich denke, die letzten 6 Wochen, denke ich, kriegen wir alle noch über die können wir noch ohne auskommen halt. Ne? Genau, jetzt trinken wir noch einen Glühwein und Spekulatius sind unsere, genau, Süßis und dann geht es im Januar los mit diesen leckeren Produkten von euch. Schokopudding, ja, Vanillepudding und Milchreis. Genau, genau, ab 1.1. Ja, erhältlich. Was wir anbieten letztendlich, wir haben die Möglichkeit, die Köche können sogenannte Probierpakete bei uns bestellen. Einfach eine Mail schicken an aktion@milram-foodservice.de, mhm, und dann, diese Produkte sind ja eben ohne Kühlung lagerfähig und von daher sind sie eben relativ einfach. Wichtiges Stichwort, mal eben in die Post gesteckt. Ne? Genau, in, mhm, die Post gesteckt, sodass dann, sage ich mal, eben jeder, der Appetit bekommen hat auf unsere leckeren Desserts, sich die dann live und in Farbe in seiner Küche ausprobieren kann. Apropos Appetit, ich bin sicher, ihr habt schon ganz oft probiert, aber ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt alle ein Tellerchen. Ich muss das natürlich mal versuchen. So, wo sind die Löffel? Guck mal, ich habe mir einen hier, guck mal. Ah, nur einen Löffel, so ein Mist. Ne, da ist noch mal einer. Also ich würde mal mit Schoko starten. Gerne, ja. Und bin gespannt. Garniert hier. Hm. Und, lecker. Und du möchtest keinen, kann man auch mit Gabel essen. Funktioniert, Matthias. Sag, ist doch hier. Oder mit den Fingern, oder? Einmal ausschlecken. Ah. Bin ich dabei. Komm auf hier. Mm. Oh, guck mal, einmal dippen. Danke. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, fantastisch. Ich gebe zu Dennis und schnecke noch eine Runde. Vielen Dank euch beiden. Ciao, ciao. Mm. Tschüss. Fantastisch. Guten Appetit, Doro. Das sieht auf jeden Fall richtig gut aus bei euch. Wir haben hier mal eben ganz fix die komplette Küche umgebaut. Und ich begrüße ganz herzlich Marie und Peppino von Salomon Food Worlds. Herzlich willkommen. Moin. Hallo Dennis. Hi. Hallo Dennis. Stellt euch doch gerne einmal kurz vor und ja, was habt ihr, also ihr habt ja unendlich viele Produkte mitgebracht. Ja, wir haben richtig Gas gegeben. Ja. Mein Name ist Marie-Christine Kunkel, ich bin Key Account Manager bei der Salomon Food World, schon 8 Jahre mit dabei. Und ja, ich habe Peppino mitgebracht, das ist unser Messer- und Eventkoch, der heute mal richtig Gas gibt. Also Peppino, der wird hier heute ein bisschen für uns brutzeln, sagst du, ja? Genau, richtig. Ja? Die Pfannen sind schon langsam heiß, das, ja, heißt, wir können loslegen. Wir können, ja, starten, richtig. Ja? Was sind denn die Green Heroes? Das ist ja so das Spannendste. Wo habt ihr das Produkt hier? Ja, wir haben hier vorne die Green Heroes mit aufgebaut. Ja. Die Green Heroes, was ist das Besondere daran? Das sind die veganen Zwillinge zu unseren fleischigen Topsellern. Denn Salomon ist ja eigentlich für den Fleischbereich bekannt. Ja. Auf Weizenbasis und speziell für die Profiküche. Ja. Ich durfte jetzt in Hamburg auch schon die Green Heroes einmal komplett durchprobieren. Mhm. Und mir ist irgendwie aufgefallen, dass irgendwie alle Green Heroes ja fast genauso aussehen wie Fleisch. Warum, oder wie richtiges Fleisch? Warum macht ihr das? Warum wir das machen, das ist ganz einfach. Vegetarier, Veganer, Flexitarier, oftmals haben die in ihrer Kindheit einfach, ja, Fleisch gegessen, haben das von klein auf gelernt, mhm, mögen die Optik und den Geschmack. Mhm. Aber aus ethischen oder gesundheitlichen Gründen verzichten mittlerweile viele komplett auf tierische Produkte oder einfach zum Teil, wollen aber einfach dieses Erlebnis trotzdem haben. Was macht das so interessant für die Profiküche? Ja, das ist einfach die Tatsache, dass unsere Produkte speziell für den Foodservice entwickelt werden. Also, ja, sprich für Gastronomie und einfach auch für die Gemeinschaftsverpflegung. Denn sie sind abgestimmt auf die Gerätschaften, die in der Profiküche zu finden sind. Es ist frei von deklarierungspflichtigen Zusatzstoffen, mhm, und es ist schnell,
einfach zuzubereiten. Und ganz, ganz wichtig, das ist der große Punkt, wir sind nicht im Lebensmitteleinzelhandel. Ja. Das heißt, der Gastronom ist einfach nicht vergleichbar und super gut in der Differenzierung unterwegs. Ja, das stimmt, das ist gut. Du hast mir im Vorfeld schon erzählt, dass all eure Produkte auf Weizenbasis sind. Genau. Warum Weizenbasis? Warum Weizenbasis? Ganz einfach. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nahe liegt? Weizen, er hat den Ursprung oder den Anbau hier bei uns, direkt vor der Haustür. Das heißt, wir sind nah am Ursprungsprodukt. Kurze Transportwege und wir sind nicht in diesem strittigen Thema zu manchen Anbauarten, die es für Ausweichartikel sonst so gibt. Deshalb einfach ein ehrliches, gutes Produkt. Ja. Peppino hat jetzt hier schon den ersten Burger angerichtet, oder? Richtig, das ist unser Green Hero Plant Homestyle Burger. Okay. Homestyle Burger im Beef-Bereich, total bekannt durch den aufgesprungenen Rand. Ja. Total locker im Biss und einfach sehr, sehr mild in der Würzung, beziehungsweise nur mit Salz. Hier haben wir auch eine milde Würzung und diesen tollen aufgesprungenen Rand. Und dann sehen wir, dass das einfach eine ganz tolle Alternative ist für einen Beef Burger. Können wir den mal anschneiden? Oder können wir können wir das machen. Das wäre richtig gut. Dann schauen wir uns den einfach mal. Wow. Wir haben hier eine Rezeptur. Man sieht hier das total schön, dass das wirklich so locker ist im Biss wie ein Rindfleischburger. Ja. Wir haben hier eine Textur gespielt, die ganz vegan ist. Kann man natürlich auch vegetarisch machen. Mhm. Und liebe Leute in der Gemeinschaftsverpflegung, keine Angst vor Burger in der Gemeinschaftsverpflegung. Denn es gibt Rezepturen, die lassen sich klasse vorbereiten. Und ja, der Burger gehört einfach in jede Küche. Und wir helfen gerne weiter. Welche anderen Trends habt ihr denn noch so für die Gemeinschaftsverpflegung? Ja, ein super Trend ist natürlich auch der Wrap. Der Wrap ist super. Heute ist es so, in den Kantinen ist es so, dass du nicht mehr alle Plätze belegen kannst. Mhm. Und dann ist es einfach wichtig, dass du auch Sachen hast, die du mitnehmen kannst. Peppino macht uns hier einen Wrap. Er macht dort gleich den Green Heroes Bland Crunchy Chicken Burger rein. Auch bekannt. Mega langer Name, ja, aber ganz tolles Produkt. Hat so eine schöne Cornflakes-Panade. Schärfe in der Würze mit drin. Und wenn man das so schön in Streifen schneidet, das macht jetzt Peppino gleich, kann man den super schön einrollen. Ihr seid ja auch natürlich bekannt durch Fingerfood. Ja. Ja. Was habt ihr da uns noch mitgebracht oder was willst du uns dazu erzählen? Beim Fingerfood will ich euch natürlich auch ein bisschen was erzählen. Ja, wir haben für die Green Heroes auch einen Nachwuchs erst im Sommer bekommen. Und zwar die Green Heroes Plant Chicken Nuggets. Chicken Nuggets. Ein totales Trendprodukt immer, schon seit ich Kind bin. Und es ist dann natürlich auch so, dass es das jetzt in veganer Form einfach braucht und gibt. Den haben wir hier vorne schon mal in der Mitte drin stehen. Dann sieht man den. Okay. Der hat diese klassische Panade, wie er das in einem, ja, wie das einfach Nuggets haben. Ja. Die Füllung. Das Tolle an der Sache ist, du merkst kaum einen Unterschied zu einem normalen Chicken Nugget. Und egal jetzt, ob in einem Kids-Menü oder ob du es einsetzt, einfach so zum Snacken. Jeder mag ja mal einen Chicken Nugget, sind wir uns ja mal ehrlich. Ja. Oder man nimmt es auch wirklich in einen Wrap mit rein. Ja. Toller Artikel, tolle Ergänzung und auf jeden Fall eine Alternative, die sowohl Vegetarier, Veganer, aber auch der Fleischesser greift da gerne mal zu. Ja, also ich muss sagen, der Peppino, du bist ja hier ratzifatz, ja? Das nächste Gericht fertig? Genau. Wow. Also das sieht ja wirklich schon, das sieht richtig saftig, richtig lecker aus. Ja, richtig. Und dieser Crunch bleibt eben auch schön erhalten in so einem Wrap. Den haben wir auch hier im Wrap. Den haben wir hier im Wrap, genau. Durch die knusprige Panade. Richtig. Und das ist einfach wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Ja. Ja. Was macht denn den Green Out Burger noch aus? Wo haben wir den denn hier? Den Green Out haben wir hier vorne in der Mitte schön in grün. Peppino kann ihn gleich auch mal, ich denke, aus dem Konvektomaten noch rausholen. Da haben wir was vorbereitet. Denn was macht den Unterschied? Ich habe dir jetzt hier alles auf Plant-Based Meat-Basis vorgestellt. Das ist natürlich ein ganz, ganz großer Trend. Aber es gibt immer noch den ein oder anderen Küchenchef, der sagt, oder auch der ein oder andere Gast, der sagt, ja Mensch, ich brauche gar keinen Fleischersatz, ich will Gemüse. Mhm. Und da ist einfach der Green Hero, der Green Out Burger, der richtige Artikel, denn
Green kommt in dem Fall nicht vom Artikelnamen, sondern tatsächlich von der Farbe, wie wir hier vorne sieht. Können wir den mal kurz in die Kamera halten? Natürlich. Ist ja guck mal, ich nehme den einfach mal und breche den mal für dich durch. Und dann siehst du auch, es ist hier... Aus was besteht der Burger direkt? Grünkohl, Spinat und Haferflocken. Kann ich davon ein Stück? Natürlich, guck mal, wir machen das ganz... Grünkohl ist ja Superfood Das ist Superfood überhaupt, auch Haferflocken. Und tatsächlich, wenn wir davon sprechen, dass wir in Smoothies gehen, da ist das total trendy. Aber pass auf dem Burger, tolle Sache, als Teller-Mitte-Gericht einfach der Knaller. Ist ein Hingucker. Ja, und du machst das mit ein bisschen Reis, Tomatensauce, Ratatouille-Gemüse und dann verschwindet vielleicht auch ganz langsam der Blumenkohlkäse-Bratling aus den deutschen Küchen, Großküchen. Es ist ein toller Artikel, mag ich auch mal. Aber viele wollen einfach diese Panade nicht. Und das ist einfach ein Knaller in der Farbe. Auch so offen gespielt, wie Peppino das jetzt macht. Ja. Ist einfach ein leckeres Teil. Ja, gerade, also ich finde, es sieht super schön aus. Auch bitte das einmal kurz in die Kamera halten. Wow, jetzt spielt es ja nochmal mit ein paar Blüten. Genau. Ja. Also, ja, eigentlich so. Und dann sollte man das eigentlich noch ein bisschen ausdekorieren, aber das ist jetzt... Ja, das können wir jetzt einfach auch nochmal so in die Kamera halten. Ja, bitte. Also. Und das ist vielleicht auch das, was ich euch noch mit auf den Weg geben möchte. Liebe Küchenchefs, liebe Gastronomen, seid kreativ in eurer Küche. Und scheut euch nicht dafür, wirklich High-Class Convenience als Basis zu nehmen und kreative Gerichte zu machen. Denn das ist quasi eure Vorbereitungsküche. Und ihr seid trotzdem individuell und gut dabei. Und damit ihr das auch alle mal ausprobieren könnt, haben wir sogenannte Try-and-Buy-Boxen gepackt. Weil am Ende werdet ihr überzeugt sein und die Dinger auch kaufen. Da bin ich mir ganz sicher. In den Boxen sind die Artikel, die ihr heute hier gesehen habt. Könnt ihr, wie es vorhin schon mal eingeblendet war, bei Salomon auf der Homepage bestellen oder sprecht einfach eure Fachberater an bei der Transgourmet. Die werden euch diese Try-and-Buy-Boxen besorgen. Genau so ist es. Das wollte ich auch gerade nochmal sagen. Mhm. Das Ganze geht natürlich auch über die Essenz-Seite. Da kommen wir auch, auf eure Seite. Und vielen Dank. Also ihr habt uns jetzt hier wirklich richtig viele tolle Produkte mitgebracht. Das ist glaube ich, für jeden... Was hast du denn da hier jetzt nochmal gezaubert? Hier können wir gerade nochmal snacken. Das ist das vegane Knusperschnitzel. Und das ist wirklich ein Knaller. Ja, warte, das... Okay, knusprig, jetzt als Bowl-Topping. Bowl haben wir vorhin schon mal gehört, aber eben auch super als Belag. Tolle Halten Sache. Wir auch nochmal in die Kamera. Also genau, für den Salat obendrauf nochmal klein geschnitten. Super. Oder mit Pommes, ne? Mit Pommes geht auch. Stellen wir hier nochmal mit zu. Ich glaube, wir drei werden jetzt hier gleich nochmal ein bisschen snacken. Richtig. Und damit gehen wir für heute noch einmal zu Doro in unser Studio 2. Danke an euch beiden. Danke dir, Dennis. Ja. Vielen Dank, Dennis. Genau, einer geht noch und ich freue mich ganz besonders auf Timo und Nils von Friesland Campina. Hallo ihr zwei. Hallo, grüß dich. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Wollt ihr euch mal eben vorstellen? Na klar, gerne. Ja, Timo. Hallo, ich bin der Timo und ich bin Culinary Advisor bei der Firma Friesland Campina, zuständig für den Foodservice-Bereich und ja, freue mich, dass ich heute da bin. Wir freuen uns auch. Ja, dann kann ich mich nur anschließen. Ich freue mich auch wahnsinnig. Ich bin Nils, bin auch von Friesland Campina, bin da im Vertrieb als Key-Counter für die Transgourmet zuständig und freue mich auch, wie gesagt, heute, dass wir hier uns mal unsere Produkte vorstellen dürfen. Ihr habt uns viele Leckereien mitgebracht und ich sehe da drüben Schokomel stehen. Das ist ja für mich das, also Holland-Feeling tatsächlich. Wenn ich mal nach Holland gefahren bin, habe ich immer einen riesen Pack mitgenommen. Das war mein erster Gedanke, aber ihr habt nicht nur Schokomel mitgebracht, noch ganz viele andere Sachen. Ganz genau, Doro. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit was Herzhaftem, was Leckerem. Wir haben hier unsere Valais Safari Nuggets mitgebracht. Unser Thema heute ist ja Urban Jungle. Also wir versuchen das Ganze mal so ein bisschen mal einen neueren Anstrich zu geben. Und deswegen haben wir uns heute dafür entschieden, mal diese außergewöhnlichen Formen zu nehmen. Also ob das jetzt ein Nashorn ist oder ein Löwe. Also man hat immer solche kleinen Formen, damit man halt das Vegetarische nicht mal so als Gemüsebratling oder irgendwas...
sondern es funktioniert bei Kids extrem gut. Genau. Also ich merke das bei meinem Sohn, wenn die Nudeln irgendeine Tannenbaumform haben, war jetzt letztens, ich möchte die Tannenbaumnudeln. Also das ist ja da perfekt. Genau, ob es jetzt für die Kids ist oder im Zoo. Also wir haben da immer vervielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Und es ist, ja, der Timo kann auch nochmal super was erklären zur Struktur, wie das Ganze aufgebaut ist. Was ist drin und also so weiter. Also wir sind ja die Europas größte Molkerei und Genossenschaft. Und hier ist wirklich das alles Gute von der Milch drin. Das heißt, Milch zu ungefähr 65% ist in dem Produkt. Dann Haferspelt als Getreide. Mhm. Und das war es eigentlich schon. Also es ist wirklich ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe auf Speisekarten. Von der Struktur her dem Fleisch sehr ähnlich, das ist auch gewollt. Ist also eine leicht fasrige Struktur. Und wir haben jetzt hier das Produkt tiefgefroren. Das heißt in Beutel verpackt, lose verpackt. Das heißt, wir können es nach Verlangen, nach Bedarf einfach aus dem Tiefkühler rausholen, können es dann im Kombidämpfer oder auch in der Pfanne oder in der Fritteuse, auch im Backofen einfach zubereiten, auch gefroren einfach reingeben und man ist einfach extrem flexibel dadurch. Super, wie sind Sie vom Geschmack? Also schmeckt wirklich so ein bisschen wie Hühnchen tatsächlich. Soll auch ganz bewusst daran erinnern, kann man auch gut als vegetarisches Hühnchen auch verkaufen oder auch anbieten. Und sehen also auch in der Konsistenz her aus wie so Hühnchenfasern tatsächlich. Genau. Lecker. Ich werde jetzt auch mal, gerade bevor ich es anrichte, einfach mal die Struktur zeigen innen drin. Ja, und breche das Ganze jetzt einfach mal bewusst auf. Gerne, mit der Kamera dann, einmal schön drauf. Genau, man sieht dann auch wirklich diese fleischartige Struktur. Und das ist halt ganz angenehm zu kauen. Mhm. Und wenn man es nicht besser weiß, könnte man meinen, es ist ein ganz zartes Geflügel. Muss ich probieren. Bitte schön. Ihr habt das ja schon gesehen, ich probiere mal. Einfach. Noch ein bisschen heiß vielleicht. Nee, super. Super. Also ich würde behaupten, wenn ich das jemandem hinlege, der nicht weiß, dass es kein Hähnchen ist, würde sagen, ja, danke für Chicken. Tatsächlich, genau so. Wir haben ja schon ein paar Blindtests gemacht und da haben auch die Kids gesagt, hey, super, es ist Hühnchen oder es ist ein Chicken Nugget. Und wir haben gesagt, ja, schön, dass es hier schmeckt. Hat sich trotzdem sogar gesund ernährt auch noch. Gibt's zudem. Nicht. Ja. Mega. Mich habt ihr vollkommen überzeugt. Musterbestellung möglich? Aber auf jeden Fall. Gibt es auch natürlich auch im Supermarkt dann praktisch als frische Form. Und wie gesagt, wir haben es natürlich für den Foodservice in gefrorener Form, damit es einfach sich länger hält. Hervorragend. Also, schmeckt lecker, sieht lecker aus, macht Spaß beim Essen mit diesen Formen. Du hast gerade angesprochen, hier haben wir so Tierformen. Gibt es auch noch eine andere Form? Genau, also wir haben es in verschiedenen Formen, egal ob es jetzt als Schnitzelchen oder auch mittlerweile sogar als Barbecue-Form in so einem kleinen Hühnchenschenkelform. Mhm. Also wir wollen einfach gucken, dass es einfach auch Spaß macht, dass man es vom Visuellen her, dass es einfach spannend bleibt und das Thema vegetarisch nicht immer so langweilig daherkommt. Super. Nee, vegetarisch muss nicht langweilig sein. Nein. Es ist gesund und lecker noch dazu. Klasse. Was bereitest du jetzt genau. vor, Timo? Und jetzt, wie du gerade vorhin angesprochen hast, du hast schon das Schokomel erkannt. Viele kennen das einfach nur eisgekühlt aus dem Kühlschrank. Ja. Ja, das geht aber auch noch anders. Wir haben es hier zu diesem Pendant eigentlich zum Glühwein, haben wir jetzt einfach mal einen heißen Schokomel gemacht. Die Konsistenz ist gleich eine andere, oder? Ist es nicht viel dünner jetzt? Ist ein bisschen dünner jetzt geworden durch das Erwärmen, aber nicht wesentlich. Mhm. Aber der Geschmack ist noch immer 100% Schokomel. Mhm. Aber für die Konsistenz haben wir jetzt noch ein bisschen was dazu. Und zwar haben wir hier unsere schöne Sprühsahne. Ach, guck mal, Schokomel kennt man Jahreszeit, ja, wie du gesagt hast, aus der Niederlande. Ist dort auch wirklich Nationalgetränk, hat eine ganz feine Karamellnote und schwappt es langsam über den Nordwesten zu uns nach Deutschland und ist unheimlich begehrt es mittlerweile. Und dies, was wir jetzt gerade machen, könnte halt jetzt hier in der kalten Jahreszeit wirklich ein schöner Hit werden. Da könnte man auch für die Erwachsenen einen schönen Peng irgendwas dazugeben. Ne? Genau. Also das war jetzt mein Gedanke, so ein bisschen Rum oder so. Den darf ich dir mal reichen. Ach, so lieber Gott. Ich habe den tollsten Job der Welt, ist Ihnen das schon aufgefallen? Ach, aber was ist das denn, das glitzert ja. Ja, das ist ein bisschen Schokolade. Glitzerschokolade. Bitte einfach so, Sie sehen mit mir. Es wird nicht einfach, aber lecker. Kann ich wieder auf der Nase hängen gleich. Lippenstift ist jetzt auch weg. So, natürlich kriegt der Nils auch ein. Nils, also wir sind Glückskinder. So schon, oder? Aus. So macht das alles Spaß. Absolut. Lass uns noch mal kurz über Schokomel sprechen, weil da ist ja klassisch Kakao. Schokolade ist nicht drin, oder doch? Doch, doch. Also ist schon Schokolade drin. Also wirklich feine belgische Schokolade sogar wirklich. Also wir versuchen hier mit den hochwertigsten Zutaten das Ganze herzustellen. Und wie gesagt, wie du schon gerade sagtest, in Holland ist es, jedes Kind kennt Schokomel, ist bekannter als Coca-Cola. Und auch hier in Deutschland feiern wir jetzt einen Riesenerfolg damit, weil es einfach
richtig kräftiger Schokolade, schmeckt eigentlich kaum noch Kakao, sondern wirklich eigentlich für die Trinkschokolade. Und ja, momentan noch mit guter Kuhmilch, aber wir haben natürlich auch in der Zukunft, schauen wir mal, vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal was Vegetarisches. Habt ihr da was auf dem Zettel stehen? Ja, das muss man nächstes Jahr überraschen. Nicht so genau drauf eingehen, aber da wird irgendwas passieren. Okay, wie sieht es denn mit der Haltbarkeit der Desserts aus bei euch? Also die Desserts an sich sind halt relativ lange haltbar, gerade also zumindest bei den Schokomel, die sind ein halbes Jahr haltbar. Und zu den Debig-Desserts, da würde ich gerne mal an meine Kollegin, die Lara, übergeben. Die kennt sich damit perfekt aus und machen wir jetzt mal einen Abtausch hier. Vielen Dank. Hallo Lara, schön, dass du da bist. Hi. Hallo. Genau, wenn du uns gerne über die Haltbarkeit noch was erzählen möchtest, würden wir uns freuen. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ein bisschen was über die süßen Dessert-Highlights zu erzählen, unsere Debig-Dessert-Basen. Die Haltbarkeit der Desserts grundsätzlich, wenn die zubereitet sind, so wie man hier sie sieht. Wir müssen erstmal drauf filmen, Lara, was wir überhaupt alles mitgebracht haben. Vielleicht sage ich dazu sogar erstmal noch was. Sehr gerne. Auch hier das Motto Urban Jungle aufgegriffen. Und wir sehen hier die Debig Creme Brûlée, über die wird Timo uns gleich auch noch ein bisschen was erzählen. Die bereitet er hier zu, um zu zeigen, wie schnell und einfach das Ganze geht. Dann haben wir hier eine Mousse au Chocolat aufgeschlagen und für den, der gerne ein bisschen alkoholisches Highlight mag, haben wir auch ein bisschen Minzlikör dabei. Daneben unsere Panna Cotta mit einem grünen Smoothie obendrauf, um auch hier wieder ein bisschen das Motto Urban Jungle aufzugreifen. Super. Und ganz hinten unsere Tiramisu, die wird einfach aufgeschlagen und dann verfeinert, hier in dem Fall mit etwas Waldfrucht. Aber Timo, vielleicht zur Haltbarkeit der Desserts und zur Creme Brûlée. Genau. Magst du noch ein bisschen was erzählen? Gerne. Also, ich bereite es dir gerade parallel die Creme Brûlée zu. Wir haben das hier vorne sind wir, einfach in einer 1-Liter-Flasche, flüssig. Man muss auch nichts mehr dazugeben. Man gibt es ganz einfach in den Topf hinein und kann das dann erwärmen. Das heißt, ungefähr 80 Grad sollten erreicht werden. Nachdem das dann gemacht worden ist, gehe ich einfach her. Also ich sage es auch immer gern bildhaft. Wenn es einmal so leicht blubbert, dann haben wir die Temperatur erreicht. Dann reicht es schon. Genau, dann reicht es schon. Okay. So, das habe ich jetzt hier auch gerade erreicht. Man sieht hier auch die kleinen Pünktchen. Ja. Das ist jetzt nicht irgendwas Komisches, sondern ist tatsächlich Bourbon-Vanille. Soll so sein, weil es Vanille ist. Und bei den heutigen Bourbon-Vanille-Preisen, ja, es ist mittlerweile teurer als Silber, da lohnt sich dann auch schon, unser Produkt langsam zu nehmen. Ja. So, ich habe das jetzt Ganze erwärmt. Das kann ich mit Hilfe eines Trichters praktisch, eines Siphons, eines Soßentrichters, das Ganze abfüllen. Habe ich natürlich mal vorbereitet. Und zwar in zwei kleinen Schälchen. Ja, super. Und kann dann hier unseren braunen Zucker zugeben. Ich mache das manchmal immer ganz vage, einfach oben drauf. Und verschütte es dann hier so ein bisschen und kann es dann einfach abgießen und habe dann die richtige Zuckermenge. Das ist immer ganz nett. So, dann kann ich das Ganze karamellisieren. Ja. Und dann kommt dieser typische Karamellgeduft. Und wenn man das dann natürlich im Restaurant als Bedienung durch das Ganze, durch den Gastraum trägt, dann bestellt der nächste Tisch auch. Ich wollte gerade sagen, dann wollen es alle haben. Dann wollen es alle haben. Das Schöne ist bei unseren Desserts, dass wir alle verfeinern können. Das heißt, 5% Alkohol und 20% Fruchtmasse kann man dazugeben. Die lassen sich im Grunde genauso schnell zubereiten wie die Creme Brûlée in 2 bis 3 Schritten und sind dann nach Abkühlung oder beim Parfait auch gefrieren genauso schön angerichtet, wie man es dort sieht. Fantastisch. Also eine Augenweide und schmeckt genauso lecker. Davon müssen Sie sich natürlich vor den Bildschirmen auch überzeugen. Alle Kontaktinformationen unserer Experten finden Sie natürlich auf unserer Essence-Website. Nehmen Sie gern Kontakt auf. Sie haben ja gerade gehört, ist es natürlich auch möglich, ein Muster zu bestellen, das Ihnen zugeschickt werden kann. Und ach, es sieht einfach fantastisch aus. Wir sind schon am Ende angekommen. Ganz lieben Dank, dass ihr uns diese Leckereien vorgestellt habt. Ich wandere jetzt rüber zu Dennis ins Studio, denn Mensch, der erste Tag Essenz, der ist schon vorbei. Ich komme zu dir, Dennis. Nicht weglaufen. Doro, ich stehe hier fest im Studio 2. Ich bleib hier. Doro, komm doch gleich rüber, aber pass auf, dass du nicht hinfällst. Ja? Also wir haben hier auf einmal schon alles weggeräumt und sind wirklich gleich schon am Ende unseres ersten Tages der Essenz. Die Transgourmet hat sich da nochmal so eine kleine Umfrage überlegt und wir würden uns jetzt sehr freuen, wenn Sie an der Befragung teilnehmen. Dafür wird jetzt ein QR-Code eingeblendet und den einfach nur einmal kurz abfotografieren und dann kommen da gleich 2 spannende Fragen, die Sie uns
uns beantworten können. Und meine Güte, Doro, nicht wie... Nicht nur spannende Fragen, auch du, ich. Guck mal, ich bringe Kälte mit. Wie hast du das geschafft? Ja, 7-Meilen-Stiefel, ich habe es Ihnen ja schon gesagt. Guck mal, wir ganz am Anfang, ne, haben wir uns hier gesehen und jetzt zum Ende... Aber wie schnell ging denn der Tag um? Völlig verrückt. Also weißt die Zeit... Weißt du was Gutes? Ich könnte noch weiter essen. Du auch? Ich könnte auch noch essen. Wir futtern gleich nochmal ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, wir wollten sehr gerne Ihr Feedback haben. Wie genau. Hat es Ihnen heute gefallen? Haben Sie Spaß gehabt? Haben Sie was gelernt? Haben Sie neue Produkte kennengelernt, wo Sie sagen, Mensch, die möchte ich gerne mal ausprobieren oder direkt bestellen? Ja. Und einfach vor allem, mal kurz genau, abstimmen. Ne? Exakt. Ja. Würden wir uns sehr freuen. Also Smartphone parat oder gerne einfach im Chat auf den Link klicken, auch das ist möglich. Und die erste Frage ist, möchtest du sie durchgeben? Nee, kann ich gar nicht, weil ich habe sie hier gar nicht drauf. Also siehst du, ich habe sie. Das heutige Event war unterhaltsam für mich. Also ich hoffe sehr, dass Sie mit Stimme voll und ganz zu beantworten. Ja. Stimme eher zu, teils, Stimme eher nicht zu. Die zweite Frage ist aber auch cool. Genau, ja. Aber wir warten jetzt erstmal aufs Ergebnis, denn wenn Sie jetzt abstimmen, wird bei uns direkt das Ergebnis ankommen und das möchten wir natürlich gerne kommunizieren. Mhm. Also warten wir noch mal ein Sekündchen. Mhm. Genau, wir können vielleicht so lang mal erzählen, was morgen passiert. Ich wollte gerade sagen, ich habe hier doch mal das Heftchen. Ne? Ach, und guck mal. Alle, die das natürlich jetzt schon nach Hause geschickt bekommen haben, finden auf der Seite 6 den kompletten Tag für morgen. Exakt. Heute haben wir schöne Dinge kennengelernt, ausprobieren dürfen. Und morgen um 11 Uhr heißt es Pimp Up Your Food. Yeah. So kreieren Sie nachhaltigen Genuss für Ihre Gäste. Von 11 bis 12 Uhr dreht es sich also darum. Mhm. Danach geht es weiter mit Fleischlos glücklich meets Fleischmanufaktur. 2 Trends auf einem Teller. Mhm. Jetzt schauen wir mal, ob vielleicht schon die Abstimmung läuft, ob... Sie schon Ihr Feedback abgegeben haben. Wenn nicht, dann machen Sie das doch sehr gerne. Das heutige Event war unterhaltsam für mich. Ja oder nee. Was ist denn unsere zweite Frage, Doro? Genau, die zweite Frage, die kommt gleich noch hinterher. Welche Themen hatten für Sie persönlich den größten Mehrwert? Mhm. Das würden wir natürlich auch gerne erfahren. Das sind die gezeigten Produkt- und Konzeptneuheiten. Oder aber auch das Fachwissen und die Zubereitungstechniken der Küchenprofis. Schau mal, Doro, Mensch. Aber, ach, guck mal, 67 und es wandert noch. Stimme eher zu, guck mal, Stimme nicht zu, 0. Yes. Check. Das wollten wir. Also wir hatten genau sehr viel Freude und hoffen, dass es auch bei Ihnen angekommen ist. Ja. Genau. Wir also haben total viele tolle Rezepte und neue Produktneuheiten von den ganzen Partnern. Und ja, ich werde einiges ausprobieren und es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich auch und ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ja. Jetzt würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn Sie auch die zweite Frage für uns beantworten. Welche Themen hatten für Sie persönlich den größten Mehrwert? Guck mal, die gezeigten Konzeptneuheiten für 50%. Ja. Das Fachwissen, guck mal, steigt noch ein bisschen nach oben. Und da 21. tippen noch einige zu Hause jetzt, ne? Finden noch mal den QR-Code. So, genau. Schau mal, jetzt verändert sich noch mal die Skala hier. Sonstiges, 6%. Schreiben Sie uns gerne, was sonst noch für Sie gut war. Also wir freuen uns über jegliches Feedback. Nutzen Sie dafür gerne unsere Chatfunktion. Und vor allem ist es ja auch so, dass wir morgen noch mal in einen zweiten Tag Essenz genau starten. Das, also noch mal Vollgas, Vollpower durch. Exakt, wir haben dann noch ausgewählte Produkt-Highlights unserer Partner und Partnerinnen von 13 bis 14 Uhr. Und dann, last but not least. Ja, dann gibt es wieder viele neue Rezepte. Noch mal ganz zum Schluss wieder 2 Stunden voll Food-Power von uns beiden. Wir freuen uns drauf. Alle Sessions, die Sie heute erlebt haben und die auch morgen noch folgen werden, können Sie in unserer Mediathek natürlich nochmal anschauen, nochmal draufschauen. Was hat ich wollte gerade sagen, das Video jetzt oder die ganzen einzelnen Slots, die kann ich mir ja auch online nochmal anschauen. Exakt, auf der Transcom Essenz-Seite. Ganz genau. Und wenn Sie Fragen haben, nutzen Sie dafür natürlich gerne unsere Chat-Funktion. Da sind wir für Sie Wir beantworten parat. Alles. Exakt, also alles. Genau so, alles. Ich nehme dich beim Wort, Dennis. Ja, dann würde ich sagen, sagen wir Tschüss und bis morgen, oder? Wir sagen Tschüss und bis morgen, ja, wir verabschieden uns. Vielen Dank, liebe Zuschauerinnen, vielen Dank, liebe Zuschauer, dass Sie heute so fleißig eingeschaltet haben. Es war wirklich ein total toller Tag, auch mit dir, Doro. Ich freue mich auf morgen. Ich mich auch. Ihnen einen wunderschönen Abend. Genießen Sie nochmal, was Sie heute erlebt haben. Lassen Sie alles nochmal Revue passieren und seien Sie morgen mit dabei, wenn es dann losgeht mit dem zweiten Tag Essenz um 11 Uhr. Um Punkt 11. Ganz liebe Grüße aus Köln. Wir sehen uns. Tschüssi.